Einen wunderschönen guten Morgen. Schön die volle Runde. 10.04 Uhr, Fraktionssitzung. Heute am 23.09. Wir haben die mit Abstand kürzeste Tagesordnung ever mit, 18 Tops. Es gibt, im Augenblick liegen mir zwei Abmeldungen vor an der Stelle. Es gibt drei kleinere nicht öffentliche Teile. Das ist einmal von Joachim in Bezug auf die Umbesetzung des Landesrechnungshofs, wo Joachim. Eine Umbesetzung, nicht die. Entschuldigung. Eine Umbesetzung im Bereich des Landesrechnungshofs, wo Joachim nur kurz was zu erzählen wollte an der Stelle. Dann gibt es einen Punkt in Bezug der Ausschreibung im Bereich einer Fraktionsassistenz, wo Harald dann höchstwahrscheinlich oder ich dann was zu sagen können oder euch im Vertrauen mit auf den Weg geben möchten. Und es gibt einen Antrag von Daniel Düngel, den wir heute auch relativ kurz halten können, wie ich denke. Da geht es um allgemeine Vorgehensweisen unter den Fraktionären miteinander. Gibt es an dieser Stelle Fragen zu den eigentlichen nicht öffentlichen Teilen? Michel. Ich möchte darum bitten, dass wir die Geschichte von Daniel, wenn sich der Dirk nicht anders äußert, als erstes behandeln, weil ich glaube, dass das uns alle was angeht und das am wichtigsten ist. Lass mich kurz sammeln. Wir haben Petitionsausschuss ab 13.30 Uhr, also eigentlich bin ich um 13 Uhr weg, der Dirk auch. Ihr kennt die Geschichte, wenn wir ab 12.55 Uhr die nicht öffentlichen Teile machen, kriegen wir es nicht mit. Erstens, also bitte umstellen. Zweitens, bitte ich heute dann tatsächlich ein Protokoll zu erstellen und es mir und dem Dirk zukommen zu lassen und nicht wie beim letzten Mal zu sagen, es gibt ein Protokoll und am Ende gibt es keins. Doch, es gibt eins. Könntest du dir gerne bei mir abholen. Okay, das heißt, wir haben in dem Fall einen Antrag vorliegen, den geschlossenen Teil vorzuziehen. Ich möchte darauf verweisen, dass wir dies regulärerweise... Bitte? Die Reihenfolge im geschlossenen Teil. Ja, das Problem ist, dass die Ausschreibung zeitlich vakant ist, möchte ich an der Stelle erwähnt haben, sonst hätte ich sie nicht mit draufgenommen. Bitte? Zwischenfragen ohne Mikro? Also noch... Also innerhalb des geschlossenen Teils sozusagen gibt es den Antrag, den Punkt von Daniel Düngel mit den Vorgehensweisen vorzuziehen an dieser Stelle. Wer ist für das Vorziehen im nicht öffentlichen Teil dieses Punktes? Schreibst du das eben auf? Geht das? Schreibi? Wenn ich jetzt anfange, die Namen aufzuschreiben, dauert das sehr, sehr lange. Ich weiß nicht, ob das bei 16 Tops so der Plan ist. Reicht euch die Anzahl? Laut unserer Regelung nehme ich nicht. Deswegen, ich mach das mal gerade. Also bitte nochmal, wer ist dafür, dass wir den Punkt vorziehen? Ach. Gut, dann nicht. Ja. Okay, wer spricht sich gegen das Vorziehen dieses Tagesordnungspunkts innerhalb des nicht öffentlichen Teils aus? Innerhalb. Ja, innerhalb. Innerhalb. Nein, nicht das gesamte. Innerhalb. Gut. Damit ändern wir eben die Reihenfolge. Achso, gibt es Enthaltungen an der Stelle? Entschuldigung. Danke. Bei einer Enthaltung, ergo, ich habe gerade schon die Tagesordnung angepasst. Das heißt, wenn wir dann schnellstmöglich durch die reguläre Tagesordnung schreiten, wird eng. Okay, kommen wir zu Top 2. Ah nein, stopp. Wir müssen ja noch den nicht öffentlichen Teil gesamt abstimmen. Wer ist für den nicht öffentlichen Teil heute? So schnell wie geht. Alle. Gibt es Gegenstimmen? Nein. Enthaltung? Nein. Also es ist einstimmig an der Stelle. Das geht schneller. Bericht des Vorstands und der Pressestelle. Fangen wir wie immer
bei Ingo an, denn gestern aufgrund der Mitarbeiterversammlung ist das mal ein bisschen flach gefallen. Schönen guten Morgen. Mit Blick auf die sehr lange Tagesordnung heute fasse ich mich sehr kurz. Die Medien konzentrieren sich momentan auf die Piratenentwicklungen in Berlin und den Austritten aus der Partei. Von daher sind wir gerade so ein bisschen raus aus dem Fokus der medialen Berichterstattung. Das war der Plan. Sehr gut. Danke an Helm. Danke, Christopher Lauer. Ja, wir konzentrieren uns diese Woche halt eben auf die Vorbereitung der Plenarübersicht, die wir nächste Woche rausschicken werden, und auf die anderen tagesaktuellen Themen, und von daher fertig. Vielen Dank, Ingo. Harald, aus deiner Sicht, hast du zur gestrigen Vorstandssitzung aus dem öffentlichen Teil, bestimmte Dinge jetzt gerade, die dir unter den Zehennägeln brennen? Nein. Dann mache ich noch ganz kurz, das Protokollpad an der Stelle habe ich verlinkt. Den nicht öffentlichen Teil könnt ihr gerne bei mir zwischendurch einsehen. Die Behandlung nicht öffentlicher Protokolle haben wir ja noch, auch mit heute auf der TO. Es ging in erster Linie bei der Unmenge an einzelnen Positionen ausschließlich um den Aufbau der Tagesordnung für heute, wie man dem gestrigen Protokoll entnehmen kann. Damit wären wir mit Top 2 durch. Gibt es da Fragen? Wunderbar, gehen wir zu Top 4. Es gibt eine Tischvorlage, wer sie noch nicht hat, hier hinter mir. Ausnahmsweise gibt es eine Oldschool-Papier-Tischvorlage. Und da kommt schon die erste Wortmeldung, bevor wir überhaupt einsteigen. Toso. Ja, schön. Es kann durchaus ja immer mal vorkommen, dass man so eine Tischvorlage aus zeitlichen Gründen benötigt. Vom Ablauf her, was ich nicht verstehe, hier steht drauf, eingegangen 9. September. Mein Handy sagt, das ist 14 Tage her. Richtig. Das wär die piratige Lösung. Irgendwie, auch wenn du zu Hause jetzt keinen Scanner hast, wäre es ja wahrscheinlich möglich gewesen, das vorher zu verteilen. Das finde ich ein bisschen unschön an der Stelle. Ja, wunderbar. Gebe ich dir voll und ganz recht. Ist vielleicht auch ein bisschen der Menge der Punkte auf der TO geschuldet, dass da mal auch bei mir etwas nach hinten flutscht. Das Ding habe ich leider auch mit einer ordentlichen Verzögerung erst auf den Tisch bekommen an der Stelle. Zwischendurch wollte ich aber eigentlich in diesem Moment dann Nico ganz gerne kurz das Wort ermöglichen, denn in der Besetzung dieses Nebenausschusses, um den es geht, falls Nico das möchte, es gibt da eine Rücksprache mit Daniel Schwert. Ja, genau. Da hatten Daniel und ich uns darauf verständigt, zumindest informell, dass er im Hinblick auf Thematiken wie Breitbandausbau und so weiter es sinnig erscheint, dass er im EFRE-Begleitausschuss die Mittelverwendung dort auch mit Sicht aus Wirtschaftsausschuss da begleitet und wir dann einen Wechsel vollziehen. Aber ich weiß jetzt nicht, ob wir... kann jetzt gerade nicht folgen. Aber ich weiß nicht, wie zeitkritisch das jetzt ist. Ich will den Daniel jetzt auch hier nicht überrumpeln oder so. Von daher würde ich dann nochmal mit ihm Kontakt aufnehmen, ob das jetzt dabei bleibt. Mein Kenntnisstand ist, dass er sich mit diesem Wechsel einverstanden erklärt hat, ist aber jetzt schon ein paar Tage her. Dann habe ich an der Stelle Franks Wort. Ja, guten Morgen. Das Zeitkritische steht hier eigentlich drin. 26. September. Ich weiß jetzt auch nicht, wenn ihr da schon gesprochen habt. Also ich hätte mir an der Stelle eine Art Bericht gewünscht oder eine Art Vorstellung jetzt aus Wirtschaft und oder Europa. Hier geht es jetzt um die Umsetzung des operationellen Programms, also das, was beschlossen wurde, das halt zu begleiten. Ich weiß nicht, wir haben hier viel diskutiert über den Breitbandausbau. Der ist da ja gar nicht so richtig drin enthalten. Insofern
Also ich hätte mir eigentlich gerne vom Wirtschaftsausschuss und oder Europa gewünscht, was der Sinn und Zweck dieser Geschichte ist, beziehungsweise was das halt für ein Programm ist, was jetzt da begleitet werden soll. Finde ich klasse. Torso. Ja, also nochmal. Teilen der Fraktion war das Ganze also schon bekannt, habe ich jetzt Nikos Ausführungen entnommen. Die betroffenen Fachpolitiker an der Stelle natürlich. Ja, dann nochmal, Grumpy. Warum ist das dann bei dir so spät eingegangen? Hier steht unser Eingangsstempel. Ja, Toso, können wir gerne diskutieren, bringt jetzt aber an der Stelle nicht. Gut, nächster Punkt. Ja, ich möchte diese Entscheidung dann jetzt aber nicht fällen. Gut, wunderbar. Danke. Dietmar. Lass. Nico? Achso, Entschuldigung, das habe ich aus dem Augenwinkel nicht wahrgenommen. Also Begleitausschuss, ich glaube, das ist schon mehrfach in der Diskussion über das EFRE-Programm. Okay. Gut, das ist ja schon mal ein Vorteil. Also ich habe das nur ganz peripher mitbekommen, aber so peripher, dass ich weiß, dass es existiert. Insofern würde ich jetzt nicht allein hier PGF irgendwie was zuschieben, von wegen Fristen oder so. Man hätte da schon viel früher mal drüber reden sollen und wer da was zu macht. Das ist jetzt alles, glaube ich, ein bisschen spät. Also ich weiß nicht, ob du noch was verschieben kannst. Hier steht drin bis zum 26., das wäre ja am Freitag. Vielleicht wäre das auch noch mal zu erklären oder zu klären, ob überhaupt was verschoben werden kann, ehe wir hier wieder beschließen, wir entscheiden uns nicht. Nein, Moment, Dietmar. Nico, dich hatte ich ja gerade auch. Also, ja, die Fachpolitiker haben sich mit der Thematik schon auseinandergesetzt, bevor dieses aktuelle Schreiben überhaupt im Raum stand. Ja, ich glaube, das versteht sich von selbst, dass die Beteiligten sich da Gedanken machen, wenn das neue Programm aufgelegt wird, wie man dann da am besten vorgeht. Und ich glaube, das sollte hier Standard sein in allen Bereichen, dass die handelnden Personen so agieren. Und das haben wir getan. Und da möchte ich jetzt auch niemanden Vorwurf draus drehen oder drehen lassen. Ja, und hier PGF oder so jetzt hier anzumerken, verstehe ich nicht so ganz. Wir haben uns frühzeitig Gedanken gemacht. Vielleicht hätte man mit mir jetzt noch mal im Vorfeld direkt drüber sprechen können, dann hätte man das hier abkürzen können. Ansonsten versteht sich, glaube ich, von selbst, dass entweder Wirtschaft oder Europa in diesem Ausschuss ebenfalls anwesend ist von den Fachpolitikern. Und Daniel und ich haben uns auf bilateraler Ebene verständigt, sodass hier eine Befassung in großer Runde meines Erachtens eigentlich gar nicht notwendig gewesen wäre. So. Gibt es noch weitere Wortmeldungen dazu an dieser Stelle? Ja. Dietmar. Ich würde es begrüßen, wenn wir diesen Punkt jetzt beenden könnten. Und für den Fall, dass hier irgendwelche Schwierigkeiten bestehen, eine offenbar schon mal besprochene Besetzung zu ändern, nämlich irgendwas umzudrehen, denke ich, dass wir das ähnlich wie bei anderen Besetzungsfragen dann vielleicht durch den Umlaufbeschluss mal eben durchziehen. Ich finde es ehrlich gesagt nicht nötig, dass wir die Zeit der Fraktionssitzung dafür weiter in Anspruch nehmen. Danke. Darf ich das so werten, dass wir daraus dann jetzt einen Umlaufbeschluss machen mit einer 24-Stunden-Frist? Ja. Und von daher kommen wir also, Michel. Ja, ich möchte einen Gegenantrag stellen, tut mir leid. Erstens, wir halten fest, es gab irgendwie Probleme mit der Verteilung dieser Zettel. Wie ist egal, wird nicht innerhalb dieser Fraktionssitzung geklärt werden. Und zweitens, wir stimmen das jetzt ab. Was sollen wir denn da jetzt wieder einen Umlaufbeschluss machen? Es gab da jetzt irgendwie eine Verständigung, lass uns das bitte abstimmen. Tut mir leid, Toso. Ich glaube, dein Punkt ist angekommen, aber lass uns das abstimmen und dann nicht weiter mit beschäftigen. Danke.
Scheller, widerspreche ich dir. Du bist einer der Befürworter der Minderheitenrechte und Toso sagt, er möchte das heute nicht entscheiden. Deswegen finde ich es absolut korrekt, wenn wir jetzt daraus einen 24-stündigen Umlaufbeschluss machen. Der ist ganz kurz aufgesetzt. Ich finde es nicht in Ordnung, wenn einer hier im Raum ist, einer, der sagt, er möchte es jetzt nicht entscheiden, weil ihm das zu kurzfristig ist, finde ich das legitim, wenn wir hier auf diese Rechte Rücksicht nehmen oder auf die Möglichkeit, da sich Gedanken darüber zu machen, Rücksicht nehmen. Und von daher finde ich nicht, dass wir einfach sagen sollten, wir gehen darüber hinweg. Gut, wunderbar. An dieser Stelle haben wir zwei konkurrierende Anträge. Das geht relativ einfach. Wer spricht sich dafür aus, dass wir diesen Punkt jetzt abstimmen? Das sind Michel und Creon. Olli, wer spricht sich nicht dafür aus, dass wir das jetzt abstimmen? Nee, wer spricht sich dafür aus, dass wir es jetzt nicht abstimmen? So, meine Güte. Wer ist dagegen? Also sprich Umlaufbeschluss. Umlaufbeschluss ist dann das Fazit. Damit Toso seine Rechte wahrnehmen kann an der Stelle. Oh, okay. Das steht aber in der Satzung. Okay, wer enthält sich an der Stelle? So, an dieser Stelle kann ich also sagen, wir machen einen Umlaufbeschluss. Vielen Dank, ich nehme das mal so mit. Die Kritik an der Stelle von Toso nehme ich ebenfalls ganz wichtig mit. Kommen wir nun zu Top 5, Anträge für das nächste Plenum. Es gibt noch einen Antrag, den wir noch mal kurz besprechen könnten. Lukas, hast du zu... Genau. Ich übergebe dir mal gerade das Wort an der Stelle. Vielen Dank fürs Übergeben. Ich habe keine Ahnung, wer die Sauerei jetzt sauber macht. Nein, Spaß. Wir haben bereits am Freitag im Mumble über diesen Antrag gesprochen. Es gab einige Verbesserungsvorschläge redaktioneller Natur, beziehungsweise halt eben, um die ein oder andere Sache etwas genauer auszuformulieren. Des Weiteren hatten die Freifunk-Communities, die mit in diesen Antragsprozess einbezogen worden waren, und zwar nicht nur die in NRW, sondern das Ding hat sich scheinbar über die Mailinglisten und sonstige Medien verbreitet, bis aus Berlin kamen Anregungen dazu, sich da aktiv noch eingebunden, sodass ich heute Morgen die finale Fassung des Antrags fertig gemacht habe. Vom Sinn her und von den Forderungen her hat sich nichts verändert. Es sind eigentlich nur redaktionelle Änderungen entstanden. Aber nichtsdestotrotz haben wir am Freitag gesagt, dass wir den nochmal hier am Montag bestätigen werden wollen sollen. Können wir so machen. Wie gesagt, an dem Sinn des Antrages, an den Forderungen hat sich nichts verändert. Insofern würde ich mich darüber freuen, wenn wir jetzt hier einfach mal unsere Abstimmung von Freitag, die wir ja bereits gemacht haben, hier einfach nochmal in dieser Runde bestätigen. Und an dieser Stelle nochmal danke an alle, die sich daran beteiligt haben. Ganz kurz, Deckblatt ist vorhanden. Habt ihr, was mich jetzt in dem Zusammenhang die größte Frage war, welche Ausschüsse sind das jetzt gerade? Ich habe das jetzt so. Ich habe es gerade nicht zur Hand, wollte ich gerade sagen. Nach Rücksprache gestern mit Daniel Schwert. Toso, möchtest du dich irgendwie einbringen? Nee, habe ich schon. Super. Nach Rücksprache mit Daniel Schwert geht dieser Antrag federführend in Kultur und Medien sowie in den Kommunalausschuss und den Wirtschaftsausschuss. Nicht sicher war ich mir nach der Freitagsdiskussion, ob wir den auch noch in den Innenausschuss schieben sollen oder nicht. Wir haben darüber gesprochen, aber ein endgültiges Wort ist nicht gefallen. Insofern, du hast jetzt die Möglichkeit zu sagen, yay oder nay. Du hast bisher drei. Mhm. Ja. Mach mal. Yay. Das nimmt der Marc so zur, der Grampi so zur Kenntnis. Ich nehme das so zur Kenntnis und bitte den Fachabgeordneten an der Stelle, das entsprechend im Büro. Ja, der Dirk sagt jetzt, es macht keinen Sinn.
Ah, jetzt haben wir die Innenausschuss-Innendiskussion. Dirk. So, Dirk. Es ist 50-50. Ganz normal. Gut, gibst du dann, also ich hab ja nachher PGF-Runde und dafür brauche ich das ja dann sozusagen am Ende fertig, aber das können wir ja zur Not auch noch nachträglich beantragen, da sehe ich nicht das Problem. Kommen wir kurz, wenn niemand was dagegen hat, zur Bestätigung dieses Antrags in der Runde. Spricht sich jemand dagegen aus, dass wir diesen Antrag so einbringen? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Kommen wir kurz zum nächsten Top. Oh, da ist mir eine Top-Nummer durchgeflutscht. Doch, nämlich Top 5,5 an der Stelle. Das ist die Gesetz zur Änderung der gesetzlichen Befristungen. Es war relativ spät. Oder habe ich... Nein, durch die 7 war ich irritiert. Es ist Top 5,5. Es geht um das 7. Gesetz zur Änderung der gesetzlichen Befristungen. Ja, ich hatte dann nur in Anführungsstrichen Gesetzesänderungsantrag angekündigt, der aber, muss ich sagen, immer noch nicht fertig ist, weil wir Haushalt gemacht haben gestern noch. Die Frist, wir haben aber auch keine Frist, Antragsfrist jetzt zu berücksichtigen, weil es ein Gesetzesänderungsantrag, also das kommt im Laufe der Woche und der wird ja relativ einfach sein. Das ist ja ein Gesetz, wo Berichtspflichten aufgehoben werden von verschiedenen Gesetzen, wie gesagt, unter anderem Informationsfreiheitsgesetz. Und die Gesetzesänderung wird sich darauf beziehen, dass sie das Streichen der Berichtspflicht aus dem Gesetz streicht. Gut. Gibt es dazu Redebedarf? Toso, natürlich. Nur zur Klarstellung. Also wir wollen, dass die Berichtspflicht drin bleibt. Treffer versehen. Ich habe es verstanden. Gut, dann gibt es an der Stelle ja erstmal, ist ja eine Abstimmung nicht nötig. Und von daher können wir dann zu Top 7 gehen. Die ewig vor uns hergeschobenen... Ah, okay. Da für Top 5 fehlt noch, ist auch noch einer weg. Also es ist ja auch wohl irgendwie verloren gegangen. Die Entscheidung... Dein Mikro, Olaf, worum geht es jetzt gerade? Wo bist du jetzt? Es geht um einen Antrag fürs nächste Plenum, der heute ja spätestens eingereicht werden muss. Und da war jetzt bei dem Schulsozialarbeitsantrag keine Entscheidung getroffen worden am Freitag, ob der erste Satz, ob das diese Parole bleibt oder ob wir da einen sachlichen Satz hinschreiben. Und da steht auch so noch im Pad, dass das noch zur Entscheidung kommen sollte. Habt ihr das geändert entsprechend? Ja, das ist ja jetzt die Frage. Es würde ja jetzt hier jetzt überhaupt erstmal, also ich sag mal so, es wäre dann einmal ein sachlicher Satz. Zurzeit steht drin, Schulsozialarbeit muss bleiben, Ausrufezeichen, Minuszeichen, dauerhaft Ausrufezeichen. Das ist die Parole derzeit von den bei den Demonstrationen zur Schulsozialarbeit. Und was auch auf Bannern und so steht in Städten, wenn die Aktionsbündnisse Banner aufhängen. Und da war einfach die Frage, ob wir den so lassen oder ob wir da jetzt einen sachlichen Satz reinsetzen. Den habe ich jetzt allerdings nicht direkt textlich zur Hand, der wäre aber dann gleich da. Das wäre dann sowas in der Richtung von wegen Schulsozialarbeit muss dauerhaft im System etabliert werden in der Richtung. Ich finde das auch genauso sachlich. Und das ist jetzt, ja, okay, das war jetzt aber einfach die Frage. Das ist einfach an dem Tag nicht entschieden worden. Das ist eigentlich nur ein Wording, aber auch. Ja. Können wir jetzt auch sagen, wir entscheiden es nicht oder lassen es mir, dann bleibt einfach die Parole drin, ist auch okay. Ich sehe Wortmeldungen von Toso und von Michelle und von Creon. Also ich habe das so in Erinnerung, dass es jetzt eigentlich da keinen Widerspruch gab, Olaf. Als du das vorgestellt hast, haben 2-3 Leute, ich glaube ich auch, dafür gesprochen, dass wir diesen Slogan beibehalten. Und auch welche dagegen, von daher. Ja, das, da kann ich mich... Das steht auch im Protokoll, ist doch okay, dann lassen wir. Wenn das dann einvernehmlich ist, aber dann sagen wir jetzt, es ist was einvernehmlich, was das Gegenteil im Protokoll steht. Das also, ist dann das Problem. Ich hatte das rein gefühlsmäßig so wahrgenommen, dass es zwar auch Bedenken gab, gleichwohl überwiegend die Zustimmung im Mumble vorlag. So hatte ich das mitgenommen. Vielleicht ist auch deshalb jetzt keinem mehr so richtig präsent, dass da noch eine Entscheidung zu treffen ist.
Michel zieht an der Stelle zurück. So lassen, brauchst du noch eine Abstimmung? Okay. Gut, dann lass uns. Gut, dann lassen wir das an der Stelle. Wenn sich da jetzt niemand gegen ausspricht. Kommen wir dann zu Top 7. Die Satzungsänderungs... Wo wir gerade jetzt die ganzen Anträge durch haben. Eine Wortmeldung, eine klitzekleine. Ja, bitte. Hat jemand Ingo? Am Freitagabend die Mumble-Sitzung aufgezeichnet? Ja. Drei Leute, glaube ich. Kann mir einer von den drei Leuten die Aufzeichnung zukommen lassen? Nö. Sobald ich sie habe, stelle ich sie online. Okay, jetzt aber dritter Anlauf. Top 7 Satzungsänderungsanträge von Dirk. Dirk, möchtest du? Ja, ich sag mal, die Vorstellung kann ich ja recht kurz halten. Das ist ja jetzt auch nicht so lang vom Text her. Anlass des Änderungsantrages ist, denke ich mal, bekannt. Brauchen wir auch nicht diskutieren, lediglich den Inhalt. Wenn Fragen sind, gerne an mich. Ansonsten können wir direkt in die Debatte starten. Ergänzend wäre vielleicht noch von mir zu erwähnen, dass es hier also ausdrücklich nicht darum geht, dass der Vorstand proaktiv tätig werden muss und jedwede Information rausgeben muss von sich aus, sondern halt wirklich nur darum geht, auf Anfrage zu konkreten Sachverhalten. Ja, also es geht halt nicht darum, es ist also kein Work-Overflow hier für den Vorstand, sondern wirklich nur konkrete Anfragen zu konkreten Sachverhalten. So, gibt es dazu Gesprächsbedarf an der Stelle? Dietmar, Frank, okay. Erstens, ja, Dirk steht ja auch da, verlangendes Fraktionsmitglied, ne? Kann man schön als Trollklausel nutzen. Von daher bin ich, wie wir das schon mal vor 2,5 Jahren, glaube ich, diskutiert hatten, grundsätzlich dagegen. Auf der anderen Seite gefällt mir die Formulierung, die weitergehende Formulierung, mittels desselben Mediums überhaupt nicht. Also wenn jemand auf die Idee kommt, jetzt hier YouTube-Videos einzustellen, müssten wir also auch YouTube-Videos verfassen, um darauf eine Antwort zu geben oder beziehungsweise die Information zu geben. Kommt jemand auf die Idee, ein Radio bei WDR 5 anzurufen, zu sagen, ich habe da mal eine Frage und vielleicht finden die das ganz witzig, müssen wir das auch machen. Also von daher, ich glaube, das wäre too much. Ich finde das unnötig. Also bisher sind die Informationen, die erfragt wurden, soweit ich das überblicke und soweit das mein, die letzten 2,5 Monate angeht, sind die Informationen auf Verlangen bzw. fragende, insistierende Vorgehensweise erfolgt. Nicht mal so, sondern eher sogar auch proaktiv und ohne Nachfrage. Danke. An der Stelle keine Rede gegen Rede, sondern sammeln wir erstmal Frank. Ja, auch ich finde die Formulierung ein bisschen unglücklich, vor allem jetzt die beschreibenden Worte, so jedwede, unverzüglich, vollumfänglich. Das finde ich ein sehr, sehr weitgehendes Recht. Es gibt ja keinen Widerspruch, dass zum Beispiel Büchereinsitzrecht und jede Unterlage eingesehen werden kann. Steht schon in der Satzung, korrekt. Aber dieses Recht auszudehnen auf, egal wo der Fragesteller ist, ist gerade im Urlaub auf den Kanaren oder so und will jetzt dann irgendwas wissen und das muss dann halt hier vom Vorstand und auch von der Geschäftsführung durch den nächsten Absatz irgendwie erfüllt werden, finde ich, das ist nicht in Ordnung. Auch der Fragesteller muss sich, wie gesagt, das ist ja immer so ein Geben und Nehmen, muss ich da an bestimmte Systematik halten und ich finde es nicht richtig, dass also hier per Satzung erzwungen wird, dass sowohl Geschäftsleitung wie auch Vorstand zu jeder Zeit, ist ja noch nicht mal die Nachtzeit ausgeschlossen theoretisch, hier an jeden Ort auf der Welt Informationen schicken muss. Danke, Michel. Geht das auch ein bisschen anders? Ich habe als nächstes Moni auf der Liste. Vielen Dank. Ich muss ein bisschen schmunzeln. Ich kann mich an Situationen erinnern, als ich halt noch die Funktion von Grampi hatte, wo wir den Löffel fallen gelassen haben, um bis zum nächsten Tag Daten rauszusuchen. Ich weiß auch noch, wer das gefordert hat. Ja, bis morgen und Aufklärung. Und ich wirklich kann mich sehr gut daran erinnern. Ich finde, dieses unverzüglich und vollumfänglich heißt nichts anderes als, da fragt jemand was,
der gesamte Betrieb oben stellt seine Arbeit an und fängt an rumzuwuseln, um irgendwelche Daten aus irgendwelchen Unterlagen von Kerstin zu holen. Ich halte das einfach nicht für realisierbar, dass es einen Anspruch auf Information gibt. Ich glaube, da müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Die Leute, die dafür zuständig sind, finde ich extrem unter Druck und ich finde das nicht richtig. Und ich glaube schon, dass auch der Informationsfluss besser gewesen wäre in den letzten Wochen, wenn nicht Urlaubszeit gewesen ist, wo das alles ja doch schwierig war. Also, dass man das zeitnah oder machen kann, finde ich zum einen gut und richtig. Die andere Sache ist die, das empfinde ich ganz häufig, dass es permanent so eine Bringschuld vom Vorstand gibt. Ja? Also die müssen immer sofort alles hier für jeden tun. Und man selber setzt sich dann und sagt, ja, ich habe das jetzt mal gefordert. Also ich finde, es gibt da sowas wie eine Hohlschuld, wo man mal losgeht und sich selber um die Dinge kümmert. Und ich glaube, wenn wir das so ein bisschen mehr machen würden, dann kämen wir irgendwie alle ein bisschen besser zurecht. Denn ich finde, es steht doch außer Frage, dass der Vorstand sich bemüht, hier alle zu informieren. Auch wenn das manchmal vielleicht holperig ist, finde ich das hier, ja, finde ich diesen Antrag, ja, eigentlich ein Misstrauensvotum dem Vorstand gegenüber. Vielen Dank, Moni, an der Stelle. Dann hätte ich Dirk. Ja, also zunächst mal, wenn es hier nur um die Formulierung geht, daran kann man ja feilen. Das ist ja nicht das Problem. Dann zunächst mal, was Dietmar gesagt hat, also YouTube-Videos und WDR 5, also es steht ja schon zwingende Gründe. Ja? Also allein schon Datenschutz würde ich jetzt zwingende Gründe sagen, ist jetzt WDR ungeeignet, YouTube vielleicht auch. Ja, klar, Trollantrag kann man machen. Die Frage ist halt nur, wie oft kommen solche Anfragen? Und wenn die dann nicht beschieden werden, dann kann man sich auch fragen, ist das wirklich ein Trollantrag oder ist es vielleicht nötig? Frank, unverzüglich, also Malediven wie auch immer, ja. Unverzüglich heißt ohne schuldhaftes Zögern. Wenn Urlaubszeit ist, es ist niemand da, der es beantworten kann, dann kann unverzüglich auch in 2 Monaten sein. Nur mal so als Tipp, ja. Also man muss da schon ein bisschen differenzieren, ne? Für alle, die jetzt unverzüglich angeprangert haben. Also unverzüglich kann auch ein Jahr sein, theoretisch. Ja, unverzüglich heißt ohne schuldhaftes Zögern. Und wenn niemand da ist, auch aus Krankheitsgründen, der diese Frage beantworten kann, dann ist halt niemand da. Ist einfach so. So einfach ist das. So, und was natürlich die anderen Sachen angeht, jetzt zum Beispiel irgendwelche Datenschutzsachen oder sowas. Ja, es gibt immer noch gesetzliche Bestimmungen, die natürlich, ja, es gibt immer so eine Rangfolge vom Gesetz. Ne? Erst das Gesetz und dann kommt eine Satzung. Wenn die Satzung gegen das Gesetz verstößt, dann gelten automatisch die gesetzlichen Bestimmungen. Da haben die Vorrang. Wenn also irgendwelche Datenschutzsachen relevant sind, die gegen Gesetze verstoßen, dann gibt der Vorstand das natürlich nicht raus. Das ist ja alles völlig klar. Es geht nur um die Sachen, die nicht gegen Gesetze verstoßen. Ohne die Hohlschuld gebe ich hier grundsätzlich recht, aber genau das soll es ja sein. Ich will mir Informationen holen und wenn ich die nicht bekomme, dann muss ich einen Anspruch darauf haben, die zu haben. Es geht ja gerade um Infos, die ich nicht habe. Wie soll ich mir Infos holen, wenn ich da nicht drankomme? Dürfte ich um etwas mehr Aufmerksamkeit in der Runde bitten? Aber wenn ich sie dann nicht habe, wenn ich sie bekomme, ist in Ordnung, keine Frage. Aber wenn ich sie nicht bekomme, wir wissen ja, worüber wir reden. Okay, Michelle. Ja, ein Großteil dessen hat der Dirk gerade schon gesagt. Die Beispiele sind natürlich alle an den Haaren herbeigezogen. Ich muss nicht mitten in der Nacht aufstehen und Informationen bringen. Ich darf noch ausschlafen. Das wird mir kein Gericht der Welt als nicht unverzügliche Beantwortung der Frage auslegen. Ich muss mir keinen Wecker stellen, nur weil von Dirk jetzt eine Frage kommt, weil eine E-Mail kommt. Ich finde im Grunde genommen das Anliegen von Dirk in Ordnung. Mein Problem ist tatsächlich, erstens die Beantwortung mit demselben Medium, das halte ich für schwierig. Wir reden hier die ganze Zeit über verschlüsselte Kommunikation etc. Das heißt, wenn du anrufst, dann kannst du die Information auch über eine verschlüsselte Mail zurückbekommen. Da muss sich keiner zurückanrufen, das ist das Erste. Und das Zweite ist tatsächlich, dass wenn so eine Frage gestellt wird, dass wir vieles ja schon abgedeckt haben mit dem, was wir in der Satzung stehen haben. Man könnte also vielleicht den Paragraphen, ich sag mal, um die Hälfte kürzen, das den ein bisschen anpassen auch auf das, was schon in der Satzung drinsteht, nochmal, nämlich dass es da um Informationen geht oder um weitere Informationen geht, die ein Mitglied der Fraktion haben will. Und dann würde ich so einem geänderten Paragraphen durchaus zustimmen, so wie er im Moment da steht, halte ich ihn tatsächlich für ein bisschen. Ja, zu scharf. Ne? Also, wie gesagt, gleiches Medium und so weiter. Dietmar habe ich dann noch auf der Liste. Ja, erstens, Paragraph 1, der Vorstand informiert auf Anfrage, Verlangen etc. immer. Zweitens, Paragraph 2, sollte
der Vorstand einmal nicht informiert haben oder informieren, gilt automatisch § 1. Drittens, danke Dirk für den Hinweis, den du gerade eben gegeben hast. Wie oft kommt das denn vor? Also fast nicht. Und was fast nicht vorkommt, bedarf keiner allgemeinen Regelung. Das ist nun mal ein ganz grundsätzlicher Gedanke in der Gesetzgebung. Was keiner Regelung bedarf, bedarf auch keines Paragraphen. Ich plädiere dafür, diesen Antrag abzulehnen. Gut, gibt es zu diesem Satz uns Dirk? Also ich möchte nochmal, der Anlass war ja, ich werde ihn jetzt nicht wiederholen, nur es ging ja darum, ich wollte eine Information haben, Kai wollte diese Information auch haben und dann hieß es von Vorstandseiten aus ganz plump, ja, das machen wir nach der sitzungsfreien Zeit, Punkt. Dann gab es eine riesige Diskussion, die wir uns hätten sparen können, wenn diese Information prompt geliefert worden wäre. Das geht einfach nicht. Und genau darum ging es. Das machen wir. Der Vorstand hat festgelegt, was wichtig ist und was nicht. Ich möchte diese Information vorher haben. So einfach ist das. Das war der Anlass. So, fertig. Gut, an der Stelle bitte kein Zwiegespräch. Bitte kein Zwiegespräch. Gibt es weitere Wortmeldungen zu diesem Antrag? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Demzufolge nach kommen wir jetzt zur Abstimmung über den... Wenn es jetzt nur um die Formulierung geht, es waren ja viele Sachen, wo es nur um die Formulierung ging, dann können wir den nochmal zurückstellen, nochmal umformulieren. Ich wollte jetzt gerade einfach zur Abstimmung schreiten, weil du bist natürlich berechtigt, jederzeit das Ding neu einzureichen und entsprechend umformuliert. Genau, wenn es um Formulierung geht, dann ziehe ich mir zurück und dann können wir gerne mal umformulieren. Gut, der Antragsteller hat den Antrag an der Stelle zurückgezogen. Bitte? Ja, bitte, bitte. Kommen wir nun also zu Top 8. Um 10.41 Uhr, Wahlordnungsanträge Michel. Es geht, glaube ich, um zwei Bugfixes in zwei Paragraphen unserer Wahlordnung. Nicht Satzung an der Stelle. Michel? Ja, Sie sind halt wieder da. Ja, ich mache es nochmal ganz kurz. Es geht um zwei Anträge. Ich würde Sie übrigens gerne getrennt abstimmen. Der Olli hatte sowas gebeten. Habe ich auch so eingetragen. Wenn er gerade nicht zuhört, okay, aber wir machen das bitte getrennt. Es geht beim ersten darum, dass wir auf der Klausurtagung gesagt haben, dass das eine blöde Regelung ist, mit alles stehen auf der Liste und dann müssen alle zurückziehen. Das dauert lange, das ist umständlich. Wer kandidieren will, soll sagen, dass er kandidieren will. Das ist der erste Teil und der zweite Teil, muss jemand nochmal runterscrollen, was das war, ich habe das wieder vergessen. Tu mal einer bitte auf dem Dings ein bisschen runterscrollen. Das zweite war Achso, da ging es um die zu besetzenden Ämter, das war ein Bugfix, genau. Da ging es darum, wenn man zwei Stellvertreter zu wählen hat, hat vier Kandidaten und alle vier Kandidaten würden die Mehrheit der angewiesenen Stimmrechtlichen, der Stimmen der Anwesenden bekommen, dann hätte man plötzlich vier Stellvertreter, obwohl man nur zwei besetzen will, deswegen dieser eine Halbsatz dahinter. Das war's. Vielen Dank. Gibt es Wortmeldungen dazu? Frank, bitte. Ja, ich würde dafür plädieren, den ersten Paragraphen so zu lassen. Ich finde das eigentlich eine ganz gute Idee, so eine Runde zu machen und jeder sagt ja oder nein. Da haben wir sehr lange beim Start der Fraktion darüber geredet, dass sich keiner zurückgesetzt fühlen soll und deswegen erstmal jeder draufsteht. Ich finde, das ist... wäre gut, wenn wir das so belassen. Ich weiß nicht mehr genau den Hintergrund, warum wir gesagt haben, das dauert vielleicht ein bisschen lange in der letzten Klausur. Also das ist vielleicht eine Momentaufnahme gewesen. Ich glaube, dass dieser Punkt uns bisher noch nicht geschadet hat, sondern eher ganz interessant war. Ich würde ihn also so lassen. Was den zweiten Teil angeht, den zweiten Punkt angeht, ist korrekt. Wir würden uns die Wahl der beiden Stellvertreter wäre dann doppelt so schnell, weil wir die nämlich dann zusammen wählen können. Also dem kann man sicherlich zustimmen. Insofern mein Votum, die Personenwahl am Anfang bei der Kandidatenaufstellung, also erstmal alle auf dem Zettel zu lassen. Punkt. Irgendwie so. Michel. Oh, ich habe es gar nicht ausgemacht, cool. Ja, weil das gerade hier anscheinend so rüberkam, ich kann zwar nicht mehr die komplette Diskussion nachhalten, ich habe das Ding ja auch nicht aus eigenem Antrieb und weil das gerade meine geile Idee war da eingestellt, sondern weil die
Diskussion dahin lief, aber sei es drum, ist es natürlich nicht die Zeit das Argument gewesen, nochmal zur Klarstellung, sondern es ging darum, dass zum Beispiel auch Nichtanwesende sowieso nicht auf der Liste stehen und Ähnliches. Und um das anzugleichen, um das ganze Prozedere für alle gleich zu machen, erklären die Leute vorher die Kandidaturen und nicht nur die Nichtanwesenden und so weiter und so weiter. Von daher, es geht also nicht nur um die Zeit, sondern es geht grundsätzlich um das Prozedere, das zu straffen und das für alle anzugleichen. Gut, gibt es diesbezüglich noch weiteren Gesprächsbedarf? Das ist nicht der Fall. Kommen wir nun zur Abstimmung an der Stelle. Wir machen zwei Einzelabstimmungen. Einmal über, wie besprochen, Paragraph 3, die Personenwahlen in alt und neu, wie sie im Protokoll stehen. Wer spricht sich für diese Satzungsänderung aus? Das sind Dirk, Michel, Simone. Nee. Oh, entschuldige. Wenn du die Namen so rum hast, ich gucke so rum. Ach, okay. Ja, wer spricht sich gegen diese Satzungsänderung aus? Nee, war nicht, soweit ich gesehen habe. Wer enthält sich bei dieser Abstimmung? Gut, dann ist dieser Antrag jetzt so nicht angenommen worden. Kommen wir zum nächsten Punkt. Das ist Paragraph 3, Absatz 4. Gibt es zu dieser Änderung Gesprächsbedarf? Weiterhin? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Wer stimmt beim Wahlverfahren diesem Satzungsänderungsantrag so zu? Weiteres, glaube ich, hatte ich Frank auf der Liste? Mhm. Harald hat sich gemeldet. Ja, ich wollte nur mal sagen, dass ich das für eine super Sache halte, wenn wir als Fraktion das als Veranstaltung platzieren würden und die Veranstaltung auch durch sehr aktive, zahlreiche Anwesenheit der MDLs natürlich auch getragen wird. Und die Frage ist, also jetzt Foyer der Fraktion, ja, oder auch in einem anderen großen Raum. Vielleicht ist das sogar besser, weiß ich nicht, kann man ja dann noch absprechen. Aber ich finde die Idee, finde ich einfach super. Da kann man auch bestimmt ein bisschen trommeln, würde ich sagen. Ist eine normale Fraktionsveranstaltung, wollte ich nur dranhängen. Daniel. Entschuldigung. Ja, zunächst einmal nochmal vielen Dank, Moni und Grumpy, dass ihr das mit aufgenommen habt und euch ja auch darüber unterhalten hattet. Ich möchte daran anknüpfen, was Harald gerade gesagt hat. Wenn wir uns jetzt dazu entscheiden, das zu machen, dann macht das tatsächlich nur Sinn, wenn es für uns auch gefühlt, für jeden MDL, ich sag mal, eine Pflichtveranstaltung ist. Es gibt einige Jugend-MDL, auch in unserer Fraktion, die ihren Abgeordneten während des Jugendlandtags nicht kennengelernt haben. Aus unterschiedlichsten Gründen, ist auch im Prinzip gleich. Das könnte man damit nochmal nachholen. Das hat eine gewisse Wertschätzung. Also ich habe auch in den 3 Tagen hier festgestellt, die möchten ihren Abgeordneten ja auch kennenlernen. Die möchten wissen, für wen saßen die hier. Die möchten nochmal so ein bisschen Feeling haben, wie das so im echten Landtag tatsächlich läuft. Und die finden das alles ganz, ganz spannend. Und ich glaube, damit würden wir das Ganze wirklich, wirklich abrunden. Und für euch einfach so als Info dazu, diese Gruppe, die sich hier gefunden hat, ich glaube, die zerfällt nicht, diese Jugendlandtagsgruppe. Also wir haben ja die Besonderheit gehabt, dass nur ein sehr kleiner Teil irgendwie aus dem Piratendunstkreis kam und die meisten eigentlich
ja, ganz vielschichtig irgendwo anders her. Da finden momentan weiter Diskussionen unter denen statt, die sind engagiert und ich bin mir sicher, dass sich der ein oder andere auch politisch weiter aktiv beteiligen wird, möglicherweise oder hoffentlich auch tatsächlich dann bei uns, sodass das insgesamt diese ganze Jugendlandtagsveranstaltung für uns in diesem kleinen Spektrum einen schönen Vorteil hatte. Da haben wir tatsächlich ein paar Jugendliche, wenn auch auf unkonventionelle Art und Weise, irgendwie für Politik begeistert, denn die haben festgestellt, dass hier eine Menge zu verändern ist. Und ich glaube, dass das, wie gesagt, würden wir tatsächlich sehr schön abrunden, wenn wir da möglichst vollständig dann irgendwie auch dabei sind bei der Veranstaltung. Oliver. Oh, Entschuldigung, Frank. Frank, ich hatte dich übersehen. Ich finde übrigens das Datum 24. Oktober eigentlich sehr schön. Ich schlage aber den 31. vor, weil wir ja ansonsten unser Antragsmumble verlegen müssten. Weil wir ansonsten unser Antragsmumble verlegen müssten, es sei denn, wir haben nur eine Stunde für die Jugendlichen. Was war dein Vorschlag? Frank, bitte. Ja, gut, das war eins, was ich auch sagen wollte. Man könnte auch überlegen, das vielleicht noch ein bisschen früher machen, 17 Uhr und sie dann halt auch zum Fraktionsmumble mit einladen, was wir dann hier vielleicht aus dem Landtag raus machen, alle zusammen, was auch immer. Auf jeden Fall wollte ich halt auf den Termin am 24. hinweisen, dass wir das haben, aber die Terminkoordination kann man sicherlich an anderer Stelle machen. Die Idee ist auf jeden Fall sehr gut. Ich habe die auch kennengelernt. Das sind klasse Leute, überhaupt bei der Jugendlandtag wieder sehr gut. Und ja, kann jeden, der jetzt nicht dabei sein konnte, auf jeden Fall nur aufrufen, die auch mal kennenzulernen. Und das ist, ja, war echt eine coole Truppe, muss ich sagen. Grundsätzlich eine Sache, ich glaube, da sind wir jetzt am Ende bei dem Punkt. Zur Vorbereitung auf die Phrase gestern, das war ziemlich spät, war mein Top 9 ein anderer. Ich wollte jetzt eigentlich nur fragen, wann denn die Tagesordnung feststeht und wann nochmal Punkte dazwischen geschoben werden. Also ich habe im Pad um 11 Uhr als Top 9 was anderes gehabt. Gut, kommen wir gleich zu, weil sozusagen im Laufe der Nacht muss ich das ja immer wieder noch anpassen. Das ist das mit der täglichen Arbeit, die so kommt, wo man dann halt Dinge noch nachts machen muss. An der Stelle gibt es da weiteren Gesprächsbedarf, dass wir sozusagen jetzt hier festhalten, dass wir das gerne machen möchten und den genauen Termin dann jetzt noch einmal separat nach der Fraktionssitzung sozusagen einen Termin suchen gemeinsam. Okay, von daher möchte ich um euer Votum bitten, ob wir diese Veranstaltung machen, Ende Oktober, nach den Herbstferien. Der möge jetzt bitte seine Hand heben. Okay, wer spricht sich gegen die Veranstaltung aus mit unseren Jugendlichen? Das ist der Nico. Enthält sich jemand an der Stelle? Demzufolge nach ist der Antrag angenommen. Es gibt einen Unterpunkt dazu, und zwar gab es, das ist von mir als Unterantrag, es gab fertig entworfene T-Shirts an der Stelle. Ich glaube, der Michel hatte die entsprechend vorbereitet. Und also ich sage vielleicht also, dazu, sonst haben wir hier nachher Dinge im Raum stehen, die wir nie wieder wegkriegen. Nein, die Jugendlichen selber haben das einfach vorbereitet. Michel oder ich haben insoweit damit zu tun, dass ich gefragt wurde, ob wir einen Lieferanten haben, der relativ kurzfristig irgendwas liefern kann. Und darauf habe ich dann eben Michel gefragt. Und das ja, ist einfach tatsächlich so der Punkt. Das war für die Aktion, für den Jugendlandtag zu kurzfristig. Und im Großen und Ganzen möchte ich das unterstützen. Ich fände es schön, wenn wir denen einfach nochmal ein Dankeschön irgendwie mitgeben können. Wir hatten denen ja zumindest schon mal diese übliche Fraktionstasche mit Kugelschreiber, Kondom, welches während des Jugendlandtags zu benutzen war,
zur Verfügung gestellt und ja, die brauchen bestimmt Nachschub. Also auch vielleicht haben wir auch noch Tassen oder irgendwie sowas. Ich finde, da kriegen wir bestimmt was hin. Also ich fände es toll, wenn wir das irgendwie genehmigen würden. Björn, habe ich dich irritiert oder? Tassen? Okay. Gut. An der Stelle würde ich sagen, können wir zur Abstimmung schreiten, zur Abschreitung stimmen. Abschreitung der Ehrenkompanie. Genau. Okay, spricht sich jemand gegen diesen Antrag aus? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann machen wir das so. Kann ich mit dem Wilmer mal dran rausgehen? Dann kommen wir jetzt zu Top 10. Das ist aus dem Tracker ein Antrag von Michelle. Er ist deswegen relativ weit nach vorne gerutscht, weil es hier auch eine zeitliche Relevanz gibt. Ich möchte um eure Aufmerksamkeit an der Stelle bitten, auch Dietmar. Entschuldigung. Es geht um die Berichterstattergespräche und die Besetzung des HFAs, weil obendrein findet ja eine entsprechende Klausurtagung statt. Und da übergebe ich dann jetzt an Michelle. Tag. Ja, wie ihr alle wisst, haben wir mit der Besetzung des HFA im Moment ein kleines Problem, weil ich ja damals mich bereit erklärt habe, den HFA mitzumachen, dann auf der Klausurtagung wieder darüber geredet haben. Wir haben keine Vorbereitungen getroffen, wir haben keine Entscheidung getroffen, wer den HFA übernehmen könnte. Im Moment macht der Diebmann das in Absprache alleine. Was allerdings noch dazu kommt zu der Besetzung HFA und was der erste Punkt meines Antrags ist, ist, dass es ja alljährlich diese Berichterstattergespräche gibt. Die kennt ihr vielleicht noch aus dem letzten und vorletzten Jahr. Das machen eigentlich immer die Leute aus dem HFA und die gehen dahin mit vorbereiteten Themen und fragen dann für die jeweiligen Einzelpläne die jeweilig zuständigen Ministerien und ja, Vertreter, die da anwesend sind, danach, wie diese Einzelpläne zu lesen sind und wo man was wiederfindet und so weiter. Also da kann man Fragen stellen, da kann man ein bisschen reinbohren in den Haushalt, um die Schwachstellen zu finden, wo man hinterher sagt, man möchte da gerne ran und möchte da gerne Änderungsanträge stellen. Im letzten Jahr war das so, dass wir dass da Dietmar und ich hingegangen sind. Wir haben uns das aufgeteilt, allerdings mit den jeweiligen Fachvertretern, zumindest in meinem Fall war das ja häufig so, die dann mitgekommen sind oder dass auch Fragen von Referenten vorbereitet wurden. Im Moment gibt es, also zumindest bei mir, wobei ich natürlich auch im HFA nicht mehr aktiv mitarbeite, sind keine Fragen angekommen zum Thema Berichterstattergespräche. Was der Dietmar an Fragen hat, muss er nochmal sagen. Gleichzeitig werden aber diese Termine jetzt gerade festgezurrt und werden vergeben. Und die Frage ist, ob wir daran festhalten sollen, dass wir wie bisher das machen und die Berichterstattergespräche von den beiden, in Anführungszeichen, Vertretern aus dem HFA besucht werden, ohne dass die entsprechenden Fachabgeordneten in vielen Fällen ja mit dabei sind. Sollen das die Fachabgeordneten besuchen? Soll das der Dietmar alles alleine machen? Ich hätte gerne gewusst, wie wir damit umgehen mit dem Thema, als ersten Teil davon. Wenn ich das richtig gesehen habe, war erst Nico, dann Dietmar. Erst Nico. Danke. Ja, mich wundert jetzt gerade eins, wieso, nachdem du ausgeführt hattest, dass Dietmar im Moment den HFA alleine quasi macht, diese Fragestellung von dir hier auftaucht. Das wäre ja dann eigentlich Dietmars Business und sein Ding, das hier Wenz zu präsentieren. Deswegen die Frage, ist das mit ihm abgestimmt? Wie kommt das jetzt hier auf die Tagesordnung? Dietmar. Gut, ich atme jetzt, habe jetzt einmal tief durchgeatmet. Das kommt natürlich auf die Tagesordnung, weil Michelle das wollte. Und das ist auch in Ordnung. Gleichwohl die Hilflosigkeit, die dadurch zum Ausdruck kommt, verstehe ich hier an der Stelle nicht. Es gibt eine offizielle Besetzung der zweiten Stelle im HFA und die bist du, Michelle.
die Berichterstattergespräche, die Berichterstatter, darf ich bitte ausreden, die Berichterstattergespräche werden angesetzt von den jeweiligen Hauptberichterstattern, beziehungsweise auch terminlich koordiniert. Das sind, wenn ich das jetzt richtig im Blick habe, 18 insgesamt, von denen ich mehr als die Hälfte mache. Und wir haben bei der Haushaltsberatung zum Haushalt 2014 eine entsprechende Aufteilung der Berichterstattergespräche unter uns vorgenommen. Dieselbe Liste, das war auch so, als Robert Stein noch HFA gemacht hat, das findet jedes Jahr aufs Gleiche, nach dem gleichen Schema statt. Ja, die Berichterstattergespräche, zu denen werden Terminkoordinationsmails rumgeschickt und diejenigen, die dort in der Liste der Berichterstattergespräche aufgeführt sind, werden diesbezüglich angeschrieben, der jeweils andere Abgeordnete oder die jeweils anderen Abgeordneten nicht. Das heißt, von Berichterstattergesprächen, bei denen Michel eingetragen ist, weiß ich bis heute nichts. Zweitens, aus meiner Sicht gehen wir selbstverständlich dorthin, zu den Berichterstattergesprächen und die Fragen, die sich bei den Berichterstattergesprächen herausstellen könnten, wären diejenigen Fragen, die beispielsweise aus der ab morgen stattfindenden Klausurtagung übrig geblieben sind oder die sich in der Zeit bis zu den jeweiligen Berichterstattergesprächen neu ergeben. Zur Vorbereitung der Haushaltsklausur. Die Haushaltsklausur ist, was die Fragestellungen dort angeht, auf der Klausurtagung vorbereitet. Und zwar insofern, als alle Referenten und Referentinnen im Vorfeld der Haushaltsklausur Fragestellungen bezogen auf die jeweiligen Einzelpläne, mit denen sie zu tun haben, eingereicht haben und diese auch im Laufe des heutigen Tages, sofern noch nicht erfolgt sind, oder auch bis morgen einreichen werden. Was die Fragen, ich weiß jetzt nicht, ich meine, die Fragen, haben wir überhaupt Fragen, bezog sich wohl nur auf die Berichterstattergespräche, dazu habe ich gerade eben schon ausgeführt. Und wer formuliert diese Fragen, das ergibt sich dann im Prinzip aus der Beantwortung, insofern als die Referentinnen und Referenten diese Fragestellung bezogen auf ihre jeweiligen Einzelpläne vorgeben und die Formulierung der Fragen, das war bisher so, erfolgte dann on flight in den jeweiligen Berichterstattergesprächen beziehungsweise auf der Klausurtagung, sofern da notwendige Umformulierungen oder fachlich relevante Änderungen erforderlich gewesen sind oder sein werden, werden diese selbstverständlich vor Ort auch in Absprache mit dem zurzeit aktiven Haushaltsreferenten und Finanzreferenten Matthias abgestimmt. So viel dazu. Ja, also das war der erste Punkt. Dazu habe ich jetzt, glaube ich, alles gesagt, was ich zu sagen hätte und habe. Punkt. Kurzer Zwischenstand, ich habe auf der Liste Frank, Toso, Michel. Oh, und Harald. Ja, ich wollte nur kurz sagen, weil da steht jetzt die Frage, gehen wir überhaupt dort hin? Also Berichterstattergespräch ist auch ja irgendwo ein Service nicht nur für uns andere MDL, sondern auch für die anderen Fraktionen. Halt, jede Fraktion ist irgendwo beteiligt. Es ist ein Terminplan rumgeschickt worden. Nach diesem Verteilschlüssel haben wir, glaube ich, eine Hauptberichterstatterstelle. Das heißt, wir erstellen einmal einen Bericht. Da ist Dietmar eingetragen als Sprecher im AFA. Also ein Bericht kommt von uns als Berichterstatter. Auf dem Terminplan steht auch drauf, für welche Einzelpläne jeweils Dietmar oder halt die zweite Stelle im HFA dabei ist, die aber jeweils keinen Bericht macht, wobei ich weiß nicht genau die Aufgabe dieses, also für jeden Einzelplan gibt es einen Hauptberichterstatter, das ist glaube ich 7-mal von der SPD und insgesamt, wie gesagt, einmal dann halt von uns, was Dietmar macht, was diese Nebenberichterstatter, was deren Rolle genau ist, weiß ich nicht, war ich noch nicht dabei. Also ich gehe mal davon aus, dass wir aber grundsätzlich natürlich dabei sind. Die Referenten, das hat Dietmar gerade schon gesagt, haben bis heute 10 Uhr eigentlich Frist gesetzt. Deswegen haben wir gestern so lange hier rumgemacht, da sind Fragen eingereicht. Also ich gehe auch davon aus, dass wir so ein gemeinsames Haushaltsverfahren halt weiter haben. Gut. Toso. Also so wie ich Michel die letzten, ich sag mal, ungefähr 6 Monate verstanden habe, hat er das
ich sag mal, seine Beauftragung der Fraktion in den HFA zu gehen, eigentlich zurückgegeben. Und er hat das eigentlich nur noch pro forma gemacht, bis sich die Fraktion mal dazu herablässt, die Stelle neu zu besetzen. Das tun wir seit ungefähr einem halben Jahr oder ich glaube sogar vielleicht inzwischen schon ein bisschen länger nicht. Es geht nicht um die Stelle des Referenten. Im Geiste ausgeschrieben, ja. Kein Zwiegespräch an der Stelle, bitte. Toso, du hast weiterhin natürlich das Wort, entschuldige bitte. Danke, nicht schlimm. Wir haben halt uns wirklich nicht als Gesamtfraktion damit beschäftigt, wenn wir dem Dietmar dann noch zur Seite stellen. Und dass jetzt bei den erweiterten Haushaltsberatungen, die ja nun mal jedes Jahr im Herbst kommen, Michel dann nicht mehr zur Verfügung steht und er versucht, diese Aufgaben, die ja jetzt immer auch noch an ihn herangetragen werden, hier in die Fraktion zu tragen, kann ich durchaus verstehen. Und das finde ich auch völlig legitim an der Stelle. Wir müssten uns als Fraktion jetzt nur mal irgendwann überlegen, wer soll es denn machen, wenn Michel da nicht zur Verfügung steht. Irgendeiner müsste mal das Fingerchen heben. Toso. Nein, entschuldige, Michel. Danke, Toso. Ja, danke auch, Toso. Nach meiner Erinnerung, aber ihr dürft mich lügen strafen, haben wir auf der Klausurtagung darüber geredet. Wir haben auch darüber geredet, dass wir zeitweilig, solange bis wir eine Lösung gefunden haben, den Dietmar alleine in den HFA stecken. Dietmar hat auch mehrfach gesagt, dass er das alleine schafft. In den letzten zwei Wochen rückt Dietmar von seiner eigenen Meinung regelmäßig ab und pumpt mich an, warum ich nicht mitmachen würde. Und auf einmal bin ich wieder der Buhmann, weil ich nicht mitkomme und er das doch nicht alleine schaffen würde. Ich habe eine E-Mail, lieber Dietmar, von dir, wo du sagst, schick mir einfach alle Termine von Berichterstattergesprächen, ich mache das schon. In deinem Redebeitrag gerade hast du gesagt, du hältst es für selbstverständlich, dass ich der zweite Mann bin und da hingehen muss. Also irgendwie weiß ich nicht. Die Termine, die sind bekannt. Natürlich, die sind mir bekannt, weil ich habe E-Mails bekommen. Das ist auch der Grund, Nico, warum ich das jetzt hier hinbringe, weil ich habe Termine bekommen oder Terminvorschläge bekommen, wo gerne ein Vertreter der Fraktion gesehen wird. Und dieser Vertreter der Fraktion bin für die offizielle Liste des Landtags nach wie vor ich, weil die mich nicht streichen, bis sie einen neuen zweiten Namen haben. Und solange wir uns nicht darauf einigen, dass es entweder keinen zweiten gibt oder jemand anders zweiten gibt oder ich aus irgendeinem Grund nur doch zwangsverpflichtet bin, dahin zu gehen, muss ich halt fragen, wer dahin geht. Ich persönlich bin da in einem extremen Zwiespalt, weil auf der einen Seite bin ich für die Haushaltsklausur nicht angemeldet, aus dem Grund, dass ich gesagt habe, ich bin eben nicht der zweite Mann und wir müssen das klären. Und es wird hier seit Wochen nicht geklärt und vielleicht auch seit Monaten nicht geklärt, wer da hingeht. Auf der anderen Seite muss ich mir anhören, ich müsste aber und ich wäre doch offiziell der zweite Mann und ich sollte doch mitarbeiten. Dann wieder gibt es anscheinend eine Vorbereitung auf die Haushaltsklausur, von der ich nichts mitbekommen habe, gar nichts, null, nicht eine E-Mail. Ich weiß nichts davon, dass Referenten Fragen vorbereitet haben, sonst hätte ich diese Fragen auch nicht gestellt. Also diesen dritten Punkt, haben wir überhaupt Fragen? Wenn ich gewusst hätte, dass es eine Vorbereitung gibt, aber in die werde ich nicht eingebunden. Also wenn es gerade passt, bin ich der Zweite in meinem HFA und dann werde ich dafür auch angepumpt, wenn ich nichts tue. Wenn es gerade nicht passt und alles läuft super, dann kann ich mich ruhig zurückziehen und muss hier nichts machen und dann ist heile Welt. Also ich hätte da wirklich gerne Klärung. Das ist der zweite Teil dieses Antrags Besetzung HFA. Ich hätte da gerne eine Klärung. Und ich sage das jetzt nochmal, ich werde weiterhin, solange wir nichts geklärt haben, auch zu keiner Veranstaltung des HFA hingehen, zu keiner Sitzung, zu keiner keiner Klausurtagung. Ich werde an Berichterstattergesprächen nicht teilnehmen, weil diese Klärung hier einfach, wie so viele Entscheidungen in dieser Fraktion, einfach prokrastiniert wird bis zum Gehtnichtmehr. Und da habe ich keine Lust drauf. Ich will eine Entscheidung haben. Von der Reihenfolge her Dietmar, Harald und Daniel Düngel. Ich bitte darum, meinen Wortbeitrag um einen zurückzustellen, weil mir gerade der Schwallkamm schwillt. Und, okay. Gut, Harald dann bitte. Ich mich erstmal beruhigen muss. Harald dann bitte. Äh,
Also ich hatte mir ja auferlegt, zum Haushalt mich sehr zurückzuhalten und so gut wie gar nichts zu sagen. Tue ich ja auch nicht. Aber ich möchte echt mal eines hier unterstreichen. Ich empfinde diese Diskussion hier in der Fraktionssitzung, ja, über Berichterstattergespräche, wer hingeht und nicht, ich finde die hochnotpeinlich nach 2,5 Jahren. Ja, ich kann eigentlich nur zum Schutze aller Anwesenden empfehlen, diese Diskussion hier ehrlich zu beenden. Ja, und das ist eine Nummer, die man woanders erklären kann. Es ist an Lächerlichkeit nicht mehr zu überbieten. Ich möchte nicht in die Details gehen und ich will auch dich nicht angreifen, Michel, und schon gar nicht hier in diesem Kreis. Also mir fehlen wirklich die Worte, das zu kommentieren. So ein Tagesordnungspunkt, den sollten wir echt schnell beenden und zur Arbeit übergehen. Ja, ich steige gerne noch mal, wenn es gewünscht wird, aber ich glaube nicht, dass einer den Wunsch hat, in die Details ein, ja, weil es gegen meine intrinsische Motivation, die mir keiner kaputt machen kann. Ja, aber das ist abenteuerlich. Ja, das sollten wir wirklich lassen. Das schadet uns nur hier und kostet uns Zeit. Dietmar. Wir hatten das Thema auf der letzten Klausurtagung und da gehörte es hin. Es ist auf der Klausurtagung nicht abgeschlossen worden. Auf der Klausurtagung habe ich mich trotz des Umstands, dass diese nicht öffentlich war, außerordentlich zurückgehalten. Und ja, es ist richtig, ich habe dort, nachdem also Michel sich dort mit Händen und Füßen dagegen gewehrt hat, an Veranstaltungen des Haushalts- und Finanzausschusses teilzunehmen, gesagt, ja Gott, dann muss ich es wohl alleine machen, ich kann auch das alleine machen. Was bleibt mir denn anderes übrig, wenn andere ihre Arbeit verweigern? Und ich könnte jetzt noch viel mehr dazu sagen, aufgrund der Tatsache, dass diese Sitzung aber öffentlich ist, möchte ich das nicht tun, weil sonst wird es nämlich verdammt unschön. Und das würde dem Ausschuss schaden, das würde meiner Reputation schaden, das würde deiner Reputation, Michel, schaden und das würde der Reputation der Fraktion in einem der wichtigeren Ausschüsse dieses Landtags außerordentlich und massiv schaden. Eins möchte ich allerdings an dieser Stelle richtigstellen. Michel, ich habe dich zu keinem Zeitpunkt weder schriftlich noch mündlich angepammt. Das ist eine bösartige Unterstellung. Es ist absolut nicht richtig, dass ich dich angepammt hätte. Falsch, stimmt nicht. Wenn ich allerdings mal meinen Unmut geäußert habe darüber, dass ich alleine im HFA sitze, dann mag das legitim sein. Die Tatsache, dass du dich nicht zur Haushaltsklausur angemeldet hast, wundert mich. Mich wundert genauso, dass du dich hier und heute hinsetzt und sagst, seit einem halben Jahr. Okay, Toso hat das gesagt, es sei seit einem halben Jahr der Fall. Ich weiß nicht, Toso musste mit Michel, glaube ich, der ist ja Manns genug, da gar nicht zur Seite springen. Ich weiß das, Michel, dass du von vornherein nicht unbedingt davon überzeugt warst. Gleichwohl hat die Fraktion nach langwierigen Diskussionen sich dazu entschlossen, dich damit zu beauftragen. Das ist richtig und du hast diese Beauftragung unter anderem auch in einer Piratenstunde, bei der Joachim und Moni oder Moni und Joachim anwesend waren und du auch verkündet der Öffentlichkeit gegenüber. Und ja, du hast dich auch bemüht, am Anfang das so weit wahrzunehmen und hast festgestellt, so hast du es mal zumindest gesagt, das sei jetzt irgendwie nicht so dein Ding. Gut. Ich hatte schon mal auch auf der Klausurtagung, und da ja hier Sachen auch aus der Klausurtagung in diesem Kontext geäußert worden sind, bin ich auch bereit und glaube, dass das Deckung findet, insofern sagen zu können, auch ich habe das nicht von vornherein als mein Steckenpferdchen angesehen. Nur Leute, eins muss mal klar sein. Hier, in diesem Landtag, mit 19 Abgeordneten, bei einer ähnlichen Anzahl von hauptsächlichen oder führenden Ausschüssen und diversen Unterausschüssen und Gremien, kommt es, glaube ich, nicht darauf an, dass hier irgendeines Steckenpferd ist.
Das dürfte wohl klar sein. Die Arbeit muss hier auf alle Schultern verteilt werden. Und hier geht es nicht darum, Rosinen zu picken, sondern hier geht es um Arbeit. Und diese Arbeit muss gemacht werden. Und die sollte auch gemacht werden. Und wenn sie in einem Ausschuss wie dem Haushalt- und Finanzausschuss, einem absoluten Querschnittausschuss gemacht werden kann und soll und muss, dann ist selbstverständlich im Prinzip jeder gehalten, daran mitzuwirken. Und ich hatte immer gesagt, Michel, dass ich es sehr gerne hätte, wenn du dabei bist. Und du bist dem auch gefolgt. Und ich weiß vor allen Dingen auch, dass du dazu absolut in der Lage bist. Nur ist eine Frage, wie beim politischen Willen, auch dem Willen hier mitzuarbeiten. Und ich bitte nochmal darum, hier diese Diskussion an dieser Stelle nicht weiter fortzuführen. Wir werden wohl, da du dich nicht angemeldet hast zur Klausur, die Kröte schlucken müssen, dass du nicht dabei bist. Und ich bin geneigt zu sagen, dass man das auch offiziell mitteilt. Denn eine offizielle Mitteilung an den Ausschuss, dass du nicht mehr dabei bist, ist meines Wissens nicht erfolgt. Jedenfalls stehst du nach wie vor auf den Anwesenheitslisten des Ausschusses. Es ist dann auch wohl keine entsprechende Information über den Vorstand erfolgt, sprich über PGF, weder vor einem Monat, noch vor drei Monaten, noch vor einem halben Jahr, dass du daran nicht mehr teilnimmst. Und ich finde es auch menschlich, ehrlich gesagt, mir gegenüber nicht so ganz fair, wie du dich jetzt und hier und heute verhältst und auch mit der Antragstellung. Und gleichwohl, ich werde das jetzt hier machen und ziehe das selbstverständlich alleine durch, weil ich das für diese Fraktion tue, nicht für mich, nur mal so ganz nebenbei bemerkt. Und dann kannst du dir weitergehend auch irgendwelche Erklärungen auf der Mailingliste, ja, die dich da in einem guten Licht wähnen sollen, kannst du dir sparen, was du anpackst. Du packst nämlich letztendlich hier gar nichts an. Ich bitte an der Stelle, persönliche Affronts zu vermeiden. Ja, Michel, du hast das Wort. Michel, bitte, du hast das Wort. Gut, ich sage nur eins. Unter vier Augen, lieber Dietmar, sagst du mir ständig andere Dinge. Und nein, Harald, es ist nicht anders zu lösen. Wenn ich im kleinen Kreis immer höre, wir schaffen das, wir machen das, alles wird gut, wir suchen jemanden, der das macht, wir verstehen, dass das nichts ist, wir verstehen auch, dass es nichts bringt, wenn du dich in die Sitzung setzt und da von Tuten und Blasen keine Ahnung hast, da nur deine Zeit absitzt, wir finden eine andere Lösung und sobald eine Kamera angeht und sobald ein Mikrofon an ist, werde ich angepimmelt, wird was anderes gesagt, jetzt wird mir Arbeitsverweigerung vorgeworfen, gut, dann mache ich jetzt das mit der Arbeitsverweigerung, ist okay. Du hast mich angepimmelt, nicht ich dich, nur mal so ganz nebenbei bemerkt. Ich bitte darum, ja, wir sind öffentlich. Ich bitte darum, in dem Fall die persönlichen. Als nächstes hat Daniel Düngel in der Angelegenheit das Wort. Ja, vielen Dank. Mir fällt's. Ich würde gern. Ich würde gern Folgendes vorschlagen. Ich weiß jetzt nicht, wer noch alles auf der Redeliste steht. Den Top sofort zu beenden. Ich glaube, das bringt halt gerade nichts. Ich verstehe und sehe aber, dass wir hier halt dringend eine Entscheidung treffen müssen. Und Michel hat ja insoweit recht, dass wir diese Entscheidung in der Tat auch wiederum seit Monaten irgendwie vor uns herschieben. Lass uns jetzt an der Stelle bitte sagen, wann wir diese Kuh halt vom Eis schieben wollen. Jetzt gerade ist es, glaube ich, einfach zu aufgeladen und das bringt überhaupt gar nichts, außer dass wir uns alle aufregen und noch ein paar rausrennen oder wie auch immer. Also insofern mein Plädoyer, das jetzt an der Stelle zu beenden, was weiß ich, das meinetwegen auf nächsten Dienstag zu vertagen. Ich weiß nicht, ob das, ich glaube, bis zur Klausurtagung ist das halt ein bisschen lang hin. Da ist auch kein Zeitblock im Prinzip dafür. Nee, ich meine nicht die HFA-Klausurtagung, sondern unsere Klausurtagung. In der Sache, Dietmar, weißt du, mir ist das egal. Also dann gehst du kriegst das auch alleine hin. Wir werden Michel ja nicht dazu zwingen können. Also insofern, ob wir jetzt heute, werden wir keine Entscheidung finden können. Selbst wenn jetzt Nico sagt, ich mache das jetzt, das wäre ja auch fahrlässig, irgendjemanden von uns morgen zur Klausurtagung, zur HFA-Klausurtagung zu schicken. Also ich würde mich da zumindest nicht mit wohlfühlen, mit so einer, ich sag mal, relativ unvorbereiteten Nummer.
weiß ich nicht. Ist egal. Also Plädoyer jetzt beenden und dann nächsten Dienstag in einem nicht öffentlichen Teil das zu beschließen, wie wir damit weiter vorgehen. Wir haben dann noch Frank auf der Rednerliste. In Kürze. Ja, ich würde vorschlagen, was Daniel sagt, wirklich den Punkt jetzt an der Stelle abzubrechen. Das wollte ich schon die ganze Zeit vorschlagen. Dritter Zehnter hätte ich vorgeschlagen, da eine Sonderstunde zu machen. Von mir aus auch nächste Woche, aber dass sich jeder bis dahin überlegt, was er entscheidet bei dieser nächsten Sitzung. Wenn es der nächste Dienstag ist, muss sich jeder überlegen, was er da entscheidet, weil die Entscheidung, die liegt ja, also was zu sagen ist, das wissen wir seit Wochen, nur sagt keiner. Also es muss sich halt einfach jeder überlegen. Gut, Dietmar? Ja, das kann man machen, aber nicht nächsten Dienstag. Nächsten Dienstag bin ich für die Fraktion, sei es drum. Ich trete jedenfalls als Pirat dort auf der Jahrestagung des Deutschen Richterbundes und halte dort einen Vortrag. Das heißt, ich werde der Fraktionssitzung nächste Woche nicht beiwohnen können. Und von daher bitte ich darum, diesen Punkt nächste Woche nicht zu behandeln in der Fraktionssitzung. Jedenfalls nicht, weil das fände ich dann auch wiederum außerordentlich misslich. Das ist jetzt nicht irgendwie eine Ausflucht oder was, das steht auf dem offiziellen Plan der Jahrestagung und deswegen bitte ich das zu berücksichtigen. Moni, bitte. Ja, wir können ja mal so verwegen sein, dass wir die anderen Fraktionen so machen. Wenn die sowas haben, treffen die sich schon mal vor der Plenumssitzung um 9 Uhr. So, jetzt habe ich als Letzten auf der Rednerliste Joachim und dann würde ich ganz gerne diesen Top auch beenden. Ja, macht nichts. Ja, wie gesagt, gerade eben wegen einer Anhörung kurz mit Hirmer oben gewesen. Deswegen habe ich den Anfang vom Tagesordnungspunkt nicht mitgekriegt. Der Stream war auch nicht da. Ich möchte einfach nur noch mal die Gelegenheit benutzen und mich dem anschließen, auch was Daniel gesagt hat. Wir brauchen dort händeringend eine Lösung. Und ich möchte noch mal an die ganze Fraktion appellieren, an jeden Einzelnen noch mal in sich zu gehen, um mal zu gucken, ob dieses, ich sag mal, nicht Spaßthema, als dass es hier offensichtlich firmiert, nicht doch für den einen oder anderen zu einer Form von politischer Erfüllung führen kann, wenn der Dietmar ihn da kompetent ans Händchen nimmt in dem Ausschuss. Wenn jemand der partout nicht will, da irgendwie zu drängeln oder so, da sehe ich momentan auch, das ist irgendwie auch nicht konstruktiv, aber bitte an alle, denkt nochmal drüber nach. Und lasst uns so schnell wie möglich da einen Weg finden. Wenn das jetzt nächsten Dienstag nicht geht und auf der Klausur auch nicht geht, weil da andere Themen wichtig sind, dann müssen wir uns da noch einen Sondertermin überlegen. Eine andere Möglichkeit sehe ich nicht. Also nochmal Appell. Und wer Infos braucht, gerne zu mir kommen oder mich ansprechen oder auch Matthias ansprechen. An der Stelle sehe ich den Punkt, dass wir hier nichts Abstimmungsfähiges gerade vorliegen haben, was fristgerecht und formkonform eingereicht wurde. Der Antragsteller ist leider nicht mehr im Saal. Somit stellen wir Top 10 an dieser Stelle zurück. Ja, lieber Daniel. Also ich hatte ja gerade schon einen Antrag gestellt, das nächsten Dienstag zu Ende zu bringen. Den würde ich jetzt an der Stelle zurückziehen, weil das, was Dietmar sagt, selbstverständlich valide ist. Also irgendwie ist die Diskussion ohne Dietmar, glaube ich, deswegen hatte ich das blöd so verstanden. Ja, meine Intention ist aber, das nicht irgendwie irgendwann zu machen, weil irgendwann ist bei uns Februar, März, was auch immer. Zwei Möglichkeiten, dann die darauffolgende normale Fraktionssitzung. Oder, das wird Frank wahrscheinlich vorschlagen, halt eine zusätzliche Stunde an diesem 3. Oktober zu machen. Ich glaube, das wären die beiden Anträge, die dann abzustimmen wären. Du hast auch noch was. Ja, also mein Antrag ist Fraktionssitzung in 14 Tagen. Ja? Würdest du das bitte da reinschreiben? Ich werde hier bestimmt keine Wortanträge selber in irgendein Pad hacken an der Stelle,
weil ansonsten gibt es hier irgendwelche Missverständnisse bei Formulierung. Ja, das ist ja kein Problem. Ich glaube, das kriege ich gemeinsam mit dem Björn hin. Der fängt nämlich schon gerade damit an. Das ist ja clever. Obendrein, Frank? Ja, den 3.10. habe ich eben schon gesagt, eine Stunde dafür in die Tagesordnung einbauen. Eine Stunde in die Tagesordnung einbauen, vorne oder hinten? Das überlasse ich dir, du hast einen Vorschlag. Er meint davor oder dahinter? Also eine Stunde länger bleiben als auf dem... Ich würde es dann vielleicht an den Anfang stellen, weil das hat durchaus, das Thema hat ja auch Relevanz in der Diskussion, die wir da führen. Also 3.10. eine Stunde. Moni an der oder Stelle. Oder ja, bei dem anderen was abknapsen. Und ein Hinweis auf die Fraktionssitzung in 14 Tagen, die haben wir nicht, weil da ist sitzungsfreie Zeit. Moni! Also ich habe die Frage, was du machen willst. Willst du das in die Tagesordnung, so wie sie ist, einbauen oder willst du eher kommen oder später gehen? Das habe ich nicht verstanden. Später kommen wir. Genau. Ja. Das noch einmal, ich möchte die Anwesenden bitten, Anträge entsprechend zu formulieren, die abstimmungsfähig sind. Ich wünsche hier an dieser Stelle keine Diskussion, denn der ursprüngliche Antragsteller ist nicht mehr im Raum. Die daraus entstandene Diskussion ist nicht zielführend. Von daher, sie ist nicht zielführend in der Sache. Von daher, jetzt direkt ins Pad eure Anträge oder lasst es bleiben. Bis zum nächsten Mal. Also nur zum Verständnis, wie A gemeint ist, ob hinten dran, vorne dran, zwischendurch, überlasse ich demjenigen, der die Tagesordnung macht. Es steht da zusätzlich in die TO einbauen. Wohin auch immer. Wenn es gar nicht geht, halt vorne weg. Es ist keine Gefahr im Verzug, Leute. Ja, das macht absolut Sinn, das in aller Ruhe und Gemütlichkeit nach den Herbstferien zu machen. Weil levantinische Hast bis zum 3. Oktober einschließlich ist nicht erforderlich. Weil das Ding, was die Klausurtagung angeht und Teile der Berichterstattergespräche, ist eh gelaufen. Ja? So. Und dann werden wir auch einen Weg finden, die bisher noch nicht mir bekannten Berichterstattergespräche in irgendeiner Form, und sei es drum durch die Fachabgeordneten selber, was wir ja auch schon hatten, oder durch die Referenten jeweils zu besetzen bzw. zu beschicken, sodass dann eine Präsenz entsprechend gewährleistet ist. Und da werde ich mich dann jetzt, nunmehr, da ich weiß, dass also da etwas im Argen liegt, das weiß ich nämlich erst seit heute, mich drum kümmern. Punkt. Hattest du jetzt ein festes Datum im Kopf an der Stelle? Ja, denn die Fraktionssitzung am 21. Oktober. Gut. Frank? Ja, dann würde ich, wenn das die Einschätzung des Fachausschusses ist, den Punkt A zurückziehen und umwandeln in Fraktionssitzung 21.10. Gut, mit etwas Ruhe und Konzentration haben wir dann jetzt drei mögliche Termine. Ich lese kurz vor, einmal in der Phrase am 21.10. nach den Herbstferien, zur übernächsten Sitzung am 28.10. oder am Vormittag des Plenums am 1.10. um 9 Uhr. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal bei A an. Nach den Herbstferien in der Fraktionssitzung am 21.10. Wer kann sich diesem Votum anschließen?
Nee, fast. Ja. Gibt es Gegenstimmen? Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Oder waren das jetzt wirklich schon alle? Also einstimmig. Okay, das hätten wir dann beschleunigen können. Möglichkeit B zur übernächsten Fraktionssitzung am 28.10. Wer spricht sich dafür aus? Da steht 28.10. bei mir im Pad. Wer spricht sich dafür aus? Enthält sich jemand? Also einstimmig nicht angenommen. Oder C, am Vormittag des Plenums am 1.10. um 9 Uhr. Spricht sich da jemand für aus? Ja, genau. Wer spricht sich dagegen aus an der Stelle? Ja. Wer enthält sich? Egal. Also, der Termin steht fest an der Stelle. Deswegen ausnahmsweise egal. Es ist der 21.10. in der regulären Fraktionssitzung. Die Vorbereitung an der Stelle wird gerne von Seiten des Vorstands auch und von Seiten der Mitglieder des HFA übernommen. Und ich würde sagen, wir haben 11.33 Uhr und sehen uns hier gleich wieder um 11.45 Uhr. Ich möchte an dieser Stelle 11.47 Uhr, 48,5. Genau, und von daher eine kurze Pause. Und ich glaube, die ist auch für einige gar nicht so unangebracht. Vielen Dank. Mit einem Zusatz, falls es jetzt heißt, das kann der Ansgar nicht machen, weil er kein Fraktionsmitglied ist, dann übernehme ich den Antrag, schrieb Michel an der Stelle. Leider ist Michel nicht da. Ich möchte diesen Antrag ganz kurz erläutern, weil wir hatten ihn auch schon beim letzten Mal auf der Tagesordnung. Gestern war die Mitarbeiterversammlung und dort haben wir diesen Punkt auch bereits besprochen. Es ist so, dass wir in dem Bereich unserer Finanzordnung einen Punkt haben, wo man uns darum bittet, diesen doch etwas genauer auszuarbeiten bei der Offenlegung unserer Zahlen, die wir ja sowieso schon mit 9 Monaten Vorlauf im Gesamtabschluss nun auch entgegen des Inhalts des jetzigen Antrags als offene Textdaten, also in einem offenen Datenformat auf unserer Seite anbieten. Dazu ist anzumerken, dass ich bereits sozusagen in eine Evaluationsphase in diesem Zusammenhang getreten bin und auch schon bereits mit Harald, unserem Geschäftsführer, an der Stelle gesprochen habe. Das sind Dinge, die man halt nicht mal eben übers Knie gebrochen macht, sondern da geht es darum, wie viel Zeit und Arbeitsaufwand ist das. Ich selber finde diese Idee und Anregung sehr gut und werde das persönlich auch weiter verfolgen. Von daher bitte ich darum, uns dann noch eine Woche Zeit zu geben, was eine eigentliche Abstimmung betrifft. Frank, bitte. Jo. Ja, danke für den Punkt. Ich habe 2 Fragen an den Fraktionsgeschäftsführer, glaube ich. Und zwar sind die. Ich habe nicht gesagt, an den glaube ich Fraktionsgeschäfte, sondern etwas andersrum. Sind die Einverständniserklärungen eingeholt worden? Wäre die eine Frage. Und wenn nicht, dann würde ich vorschlagen, das ab sofort zu machen. Und der zweite Punkt, ich würde anregen, für nächste Woche, du hast gerade schon gesagt, eine Beschlussvorlage am besten, wo der Aufwand kalkuliert ist, das jetzt alles schnellstmöglich umzusetzen. Das brauchen wir sicherlich halt schnellstmöglich, nicht unverzüglich. Ja, eine gewisse Arbeit und wenn die Einverständniserklärungen nicht vorliegen, dann macht man das sicherlich erstmal jetzt in Tabellenform, wie auch immer. Aber eine Beschlussvorlage bitte, auf der wir uns dann schnell entscheiden können, weil ansonsten ist die Finanzordnung eindeutig und das sollten wir auch so machen, wie beschlossen. Punkt. Ingo an der Stelle. Nur um hier für eine gründliche Formulierung zu sorgen, der
eingeschobene Satz hier nur als eingescanntes Bild im JPEG-Format ist inhaltlich nicht korrekt. Wir haben maschinenlesbare Daten im JSON-Format für beide Jahre online stehen. Vielen Dank für diesen absolut technisch korrekten Hinweis. Nun Harald. Aus diesem Punkt könnte man ein großes Thema machen. Sollte man und muss man aber nicht. Was die Formulierung in der Finanzordnung unter Paragraph 4 angeht, die hier in Rede steht, dass Angebote und Rechnungen dokumentiert und veröffentlicht werden. Also ich meine, dokumentiert werden sie selbstverständlich, ja, sind wir zu verpflichtet. Aber was die Veröffentlichung von Rechnungen und Angeboten angeht, da sage ich jetzt mal ganz schlicht, das können wir gar nicht, weil das gegen das Gesetz, gegen unlauteren Wettbewerb verstößt. Ich will aber hier nicht formal argumentieren. Ich empfehle jedenfalls, diese Formulierung mindestens anzupassen, wenn nicht gar zu streichen. Und zwar nicht, weil ich gegen Veröffentlichungen bin, sondern weil wir ja einen guten Weg beschritten haben. Ich möchte darauf hinweisen, dass wir unseren Jahresabschluss im Gegensatz zu allen anderen Fraktionen sofort, nachdem er testiert ist durch Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, sofort online stellen. Wir sind da also nicht in der Situation, dass wir etwa die Landtagsdrucksache, die in der Regel 6 bis 9 Monate später erst erscheint, abwarten, wo alle die gesamte Rechnungslegung aller Fraktionen gemeinsam veröffentlicht wird, sondern wir machen das sofort. Darüber hinaus hat Ingo gerade schon einen Hinweis gegeben, was die Maschinenlesbarkeit angeht, den ich jetzt nicht wiederholen will. Das ist aufgrund auch eines Antrags über Open Antrag passiert. Und darüber hinaus habe ich jetzt auch empfohlen, weil hier ja auch die Rede davon ist, in dem Antrag Ausgaben sinnvoll gruppiert zu veröffentlichen, zusätzlich zu unserer Rechnungslegung, zu unserem Rechnungsabschluss, die G&V-Rechnung, also die Gewinn- und Verlustrechnung und die Bilanz zu veröffentlichen. Die haben den Vorteil, dass sie sozusagen die anerkannte DOPIG darstellen, die wir ja im Rahmen des NKF, also Neues Kommunales Finanzmanagement, gerne sehr gutieren und hochhalten. Und dort in der G&V-Rechnung sind die einzelnen Kostenarten, von denen hier auch in dem Antrag die Rede ist, also wie Werbekosten, Reisekosten, Bürokosten etc., sind dort selbstverständlich auch ausgewiesen. Das ist auch in der Rechnungslegung übrigens schon der Fall. Also das wird schon veröffentlicht, was hier angesprochen wird. Aber wenn wir das über die Gewinn- und Verlustrechnung machen und über die Bilanz, dann haben wir natürlich noch einen kleinen Schritt weiter gemacht in Richtung DOPIG. Denn das, was veröffentlicht wird hier von den Fraktionen, ist sozusagen eher eine einfache Einnahmen-Ausgaben-Rechnung. Darüber hinaus würde die Bilanz auch noch zusätzliche Zahlen der Öffentlichkeit zugänglich machen, wenn wir von den Verbindlichkeiten ausgehen, die da ja auch im Detail ausgewiesen sind. So, ich will jetzt nicht auf die Einzelheiten dieses Antrages eingehen, weil er zum Teil sehr unscharf ist und falsche Termini, im betriebswirtschaftlichen Sinne jetzt nur falsche Termini, nicht im politischen Sinne, falsche Termini verwendet. Also schlussendlich plädiere ich dafür, die Formulierung Angebote und Rechnungen rauszunehmen und die Veröffentlichung in dem Sinne, den ich gerade aufgezeigt habe, auszuweiten. An der Stelle habe ich Frank auf der Liste und Daniel schreibe ich jetzt auch auf. Ich stelle mich selber nochmal zurück. Ja, also dieser Punkt war am Anfang der Fraktion, als wir diese Sätze da entworfen haben, auch lange diskutiert. Ich denke mal, hier geht es schon um eine andere Art der Transparenz, als was du gerade angedeutet hast mit dem Geschäftsbericht und der G&V-Übersicht. Das ist einfach ein anderer Level und möglicherweise auch eine ganz andere Liste, die hier zu erstellen ist.
Und das, denke ich mal, ist aber jetzt auch nicht hier, brauchen wir hier nicht diskutieren, das können wir im Detail mal klären. Ich fände gut, wenn wir zu dem Punkt tatsächlich mit Beschlussvorlagen arbeiten. Das heißt, wir werden über den Aufwand sprechen, um was es da eigentlich geht, welche Art von Transparenz. Und dann sollte das kalkuliert werden. Und das nächste Mal, und wenn es halt noch eine Woche länger dauert, dann das übernächste Mal hier einfach beschlossen werden und gut ist. Weil ich glaube nicht, dass wir die Diskussion vom Anfang der Fraktionsentstehung hier nochmal führen müssen, dass wir die Transparenz haben wollen, ist eigentlich klar. Anonymisiert, selbstverständlich, Gesetze müssen wir berücksichtigen, tun wir natürlich ganz klar. Punkt. Jetzt gibt es auf einmal doch schneller mehr Gesprächsbedarf, als ich dachte. Daniel, Moni, Simone, Harald. Wenn ich richtig verstanden habe, Grumpy, hast du gerade erzählt, dass ihr euch gestern in der Betriebsversammlung schon über diesen Punkt unterhalten habt. Du hattest jetzt den Vorschlag gemacht, dass wir in Anführungszeichen da irgendwie was erarbeiten. Jetzt sehe ich den Antragsteller da hinten sitzen. Ist das, was du da gesagt hast, Konsens? Also findet sich da jetzt irgendwie eine Gruppe mit Antragsteller, PGF, Fraktionsgeschäftsführer oder sowas zusammen, erarbeitet da was und dann reden wir nächste Woche oder wann auch immer über einen konkreten neu gestellten Antrag, oder Ansgar, soll es bei dem Antrag bleiben, vorweg, der jetzt erstmal da drin ist? Das würde mich gerade interessieren, bevor ich gegebenenfalls inhaltlich nochmal auf den Antrag eingehe. Also ich hatte mit dem Grumpy da schon ein paar Mal drüber gesprochen, wie so eine mögliche Umsetzung aussehen könnte. Ich fordere ja eigentlich nichts Neues. Ich fordere eigentlich nur, dass ihr das macht, was in der Satzung oder in der Finanzordnung halt drin steht. Die Einwände, die der Harald gestern halt in der Betriebsversammlung gebracht hatte, sind nun mal da, verstehe ich auch. Das ist aber eigentlich nicht mein Problem, sondern euer Problem. Also ihr habt euch das in die Satzung geschrieben und ja. Also entweder müsst ihr das wieder rausschmeißen oder halt umsetzen. Das tut mir leid. An der Stelle kurz Zwischenbemerkung von mir. Nein. Oder halt entsprechend konform umformulieren, weil die Aufteilung in Gruppen, wie es in Punkt 3 steht, die Möglichkeit hat Harald ja auch schon versucht darzulegen, die existiert. Moni hätte ich dann als Nächste auf der Liste. Ich würde gerne den Vorschlag machen, dass, was Harald auch sagt oder was du auch angedeutet hast, dass man sich mit denen, die da Interesse an dem Thema haben, Ansgar, wer auch immer, dass man sich da zusammensetzt und halt für nach den Herbstferien vielleicht dann Vorschlag erarbeitet. Oder aber, kann ja möglich sein, beschließt, die Satzung zu ändern. Aber ich glaube, macht jetzt nicht so viel Sinn, das hier in diesem riesengroßen Kreis auszudiskutieren. Ich würde dann auch gerne lieber so ein Diskussionsergebnis haben aus einer kleineren Gruppe, was wir hier nochmal aufgreifen können. Simone. Ja, kann ich mich nur anschließen. Eine Sache, kurz, Frank, du hast gesagt, die Diskussion, die wir am Anfang geführt haben, wäre jetzt müßig, die jetzt nochmal zu führen. Aber ich denke, auch im August war uns damals noch nicht ganz klar, dass wir hier, was wir für einen gewaltigen Volumen haben, dass wir ein mittelständisches Unternehmen zu führen haben. Also bezüglich des Volumens auf der ganzen Rechnung und so. Ich denke, dass man jetzt nach 2,5 Jahren da schon nochmal drüber reden kann. Und die Bedenken von Harald, denen würde ich auch so folgen und mich anschließen, dass wir das mit Gruppierungen lösen und dementsprechend dann eben nachhinein beraten, wie wir die Satzung ändern können an der Stelle. Harald? Ich habe dem nichts hinzuzufügen. Nach Herbstferien finde ich auch guter Vorschlag. An Frank? Simone, ich sehe den Punkt. Also ich glaube schon, dass wir damals auch die Größe schon gesehen haben. Also ich habe die schon gesehen. Trotzdem, ich wollte eigentlich nur zu Harald sagen, einen anderen Level an Transparenz haben wir. Den Vorschlag von Moni finde ich aber sehr gut, dass sich halt eine Gruppe zusammensetzt und was erarbeitet. Ich habe dich verstanden, Harald. Glaub mir das. Dann, ich sage nur, ich habe dich verstanden. Du kannst es natürlich auch nochmal ausführen. Ja. Noch einmal eine Klarstellung von Harald an der Stelle. Ja, ich finde nur, also ich möchte einfach nur von mir weisen, was du mir für einen Transparenzbegriff unterstellst. Darum geht es mir. Ja, ich weiß ja, was Transparenz ist, braucht mir keiner buchstabieren.
Ja, ich kenne die sozusagen einschlägigen Regeln, die Betriebswirtschaft uns dafür zur Verfügung stellt, und ich kenne das Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb. Und da müssen wir zwischendurch, mehr habe ich gar nicht gesagt, so, und wir haben bisher guten Gewissens eine ganze Menge veröffentlicht, ja, eine ganze Menge, und können noch mehr veröffentlichen. Das ist eine Empfehlung von meiner Seite sogar. Wir haben schon mit Gerrit da auch zusammengesessen, schon vor Wochen, ja, bevor es den Antrag gab. So, es gibt aber Grenzen. So, und diese Grenzen liegen bei Angeboten und bei Rechnungen. Ja, da kann man jetzt ganz viel zu sagen, ist jetzt hier nicht der richtige Platz, ist ja ein Vorschlag von Moni gemacht worden, dass wir uns irgendwie zusammenfinden und darüber an der Sache orientiert, dass wir nämlich mehr Transparenz oder so viel wie möglich an Transparenz sicherstellen wollen, an der Sache orientiert, ja, dass wir da darüber diskutieren. Wenn wir dann zu dem Schluss kommen, dass vielleicht die Formulierung in der Finanzordnung nicht ganz so kompatibel mit den operationalen Notwendigkeiten und Regeln, die wir zu berücksichtigen haben, ist, dann muss man die eben ändern. Das ist meine Auffassung, nur die habe ich kurz andeuten wollen, mehr nicht. Aber ich habe verstanden in der Zwischenzeit, was Transparenz ist, möchte ich dir nur noch mal zurufen. Ne? Daniel. Wie soll ich sagen? Der Antrag ist ja jetzt nicht ganz neu. Also der ist ja jetzt, dieser Antrag vom Ansgar ist nicht ganz neu. Der ist, ich habe nicht genau das Datum geachtet, aber mit Sicherheit schon einen guten Monat alt. Ich finde es jetzt so ein bisschen blöd, wenn wir den irgendwie komplett einfach schieben. Ich glaube, das ist irgendwie, zumindest nicht ganz optimal. Wenn ich die bisherige Diskussion richtig verstehe, sind laut Harald die Punkte 1 und 2 in diesem Antrag, sagen wir mal, strittig, oder er sieht da Schwierigkeiten. Die Punkte 3 und 4, so ist es mein Verständnis, sind doch völlig für uns selbstverständlich. Oder also so interpretiere ich unseren seinerzeitigen Gedanken, warum wir das so in die Finanzordnung geschrieben haben. Auch was Frank gerade sagt mit gehobenem Anspruch an Transparenz. Ich würde vorschlagen, dass wir die Punkte 1 und 2 aus dem Antrag, Harald verantwortlich in die Hand drücken und er da etwas zu erarbeitet mit den Interessierten, so wie Moni das gerade vorgeschlagen hat. Und die Punkte 3 und 4 können wir aus meiner Sicht hier entsprechend abstimmen, sodass wir da durchaus dann auch irgendwie was inhaltlich dann irgendwann vorweisen können. Also wie ja hier in dem Antrag steht, das mit Haushalt, Piratenfraktion minus NRW ist ja eine ganz schicke Sache, also was den Landeshaushalt angeht. Ich fände das toll, wenn wir sowas auch irgendwie für unseren Fraktionshaushalt sozusagen haben. Und ich glaube, das ist ja gar nicht so ganz kompliziert, wenn ich das richtig sehe. Also aus meiner Sicht können wir 3 und 4 abstimmen und 1 und 2 schieben wir ein bisschen dem Harald in die Schuhe und warten da auf einen Beschlussvorschlag von ihm. Simone? Ja, bei 3 steht ja wieder das mit, dass auch die Rohdaten veröffentlicht wird. Wäre ja dann ergo die Angebote und die Rechnungen. Nein, genau da liegt das Problem, glaube ich. Entschuldigung. Genau da liegt das Problem in der Formulierung dieses Antrags. Es geht auch nicht darum, den Antrag in dem Sinne zu schieben, dass er sozusagen ins Unendliche geschoben wird. Es geht darum, ihn so umzuformulieren an der Stelle, dass er ganz einfach eindeutig ist. Weil so wie er da jetzt steht, ist er aus meiner Sicht nicht eindeutig, da auch entsprechend noch die Gespräche, auch zum Beispiel mit den Leuten, die es betrifft, der Buchhaltung zu führen sind an der Stelle über die Art und Weise einer möglichen Umsetzbarkeit. Das ist das, was ich ganz zu Anfang vorgeschlagen hatte, das ist das, was Moni vorgeschlagen hat, dass wir diesen Antrag, so wie er jetzt ist, nehmen inhaltlich, evaluieren, sachlich, fachlich, technisch, dann feststellen, was geht, was nicht geht und eine Beschlussvorlage hier entsprechend einbringen. Ansgar, oder habe ich dich da jetzt, gehen wir damit konform an der Stelle? Oder gehen wir da konform? Die eigentliche Intention war, dass wir die Satzung umsetzen.
Richtig. Die eigentliche Intention war, dass wir die Satzung umsetzen und genau das. Und genau deswegen brauchen wir kurz die Evaluation und würde da halt gerne auf diese Gruppe setzen, die dies tut. Genau, Till, Deadlock. Frank. Frankie Tanky, sag es. Ja, was Grumpy sagt. Und die Punkte 3 und 4 sind unstrittig, die können aber erst umgesetzt werden, wenn 1 und 2 klar ist. Insofern wäre es ein bisschen doof, die jetzt, also ein bisschen sinnfrei, die jetzt zu beschließen. Da gibt es aber wahrscheinlich gar keine Widerrede. Ich glaube, der Auftrag ist klar. Grumpy hat es gerade nochmal formuliert. Das Ding steht jetzt auf der Tagesordnung, es bleibt auf der Tagesordnung. Wir können das ja so vereinbaren, wie zum Beispiel bei uns im Ausschuss, bei jeder Phase Fortschrittsberichte. Ja. Und dann kommen wir, glaube ich, ziemlich schnell Fortschrittsberichte, genau. Und dann sollte das eigentlich in ein paar Sitzungen erledigt sein. Und bitte mit einer Beschlussvorlage am Ende, wo wir was Konkretes, Beschriebenes dann hier beschließen und fertig. Danke. Dietmar. Okay, der Turn ist, glaube ich, jetzt gemacht, dass dieses Schieben oder beziehungsweise diese Fortschrittsberichtsgeschichte alles erfasst, weil wenn denn nicht so wäre, müsste ich sagen, 3 gehört eigentlich auch dazu, denn 3 ist im Prinzip, Ziffer 3 ist die Ausgestaltung von 1 und 2. Das Einzige, was ich jetzt hier, sagen wir mal, für abstimmbar halte, ist 4. Nun gut. Gibt es an. Ja, aber nicht, weil ich einen Antrag geschrieben habe. Ich kann das ja Es ist ja an der Stelle völlig unerheblich und sei es, dass der Antrag sozusagen wie ein Hinweis zu werten ist, es findet halt statt. Und das ist auch gut so. Daniel? Ja, ist jetzt eine Reflexmeldung, ne? Ja, natürlich. Wir meckern immer, wenn Rot-Grün hier vorne in diesem großen Saal damit argumentiert, dass die Dinge nicht zustimmen können, weil die ja sowieso schon gemacht werden oder schon in Planung sind oder sonstiges. Da ist immer das Geschrei riesig. Ne? Dass wir sagen, ja, dann könnt ihr ja zustimmen. Jetzt machen wir irgendwie oder argumentieren da so ein bisschen gleichartig. Das, ich sag's mal vorsichtig, verwundert mich zumindest ein Stückchen. Also wir können doch 3 und 4 einfach zustimmen. Also das sind Dinge, die wir wollen, die wir offenbar schon in Teilen machen. Also weg damit aus dem Antrag. Dann haben wir nur noch 2 Beschlusspunkte aus dem Antrag, den wir weiter diskutieren wollen. Da sollen sich dann diejenigen mit auseinandersetzen, die da irgendwie Bock drauf haben. Und ja, dann das, was Frank sagt, dann nehmen wir das hier in die Fraktionssitzung, wenn da ein Ergebnis ist. Und dann haben wir das auch irgendwann Ende des Jahres dann vom Tisch. Aber die beiden Punkte, die doch hier im Prinzip sauber sind, die können wir doch schon mal beschließen und weg damit. Oder? Kai? Ich würde gerne einen Antrag stellen an der Stelle, um das Ganze zu verkürzen. Ich möchte hiermit beantragen, dass wir den Sinn dieses Antrages, gemäß dieses Antrages, beschließen und für die Ausarbeitung der Probleme uns eine Deadline setzen und dann zur Umsetzung kommen. Dass wir im Prinzip jetzt einen Beschluss fassen, wir wollen das, was da steht, aber es gibt konkrete Probleme, die werden wir dann beheben und ab zur Deadline dann auch umsetzen. Gut, wir beschließen also etwas, was in der Satzung bereits beschlossen wurde. Können wir so machen, hackst du es dann eben bitte rein, dass wir das beschließen, was wir bereits beschlossen hatten? Gerade 10 Wählerstimmen weniger, Punkt. Du hast vorhin 300 verloren. Bitte Kai, mach doch eben einfach bei der Gelegenheit. Dann können wir das zur Abstimmung stellen. Du hast doch den Antrag gestellt, dann stell ihn doch eben bitte schriftlich, weil dann können wir den eben abstimmen. Hey. Dann passt es. Dann kriegen wir 500 mehr, verstehst du? Hey, Dietmar. Nee, kriegst die Kotze. Was anders?
Wenn du nichts dagegen hast, Kai, wenn du nichts dagegen hast, würde ich dafür mir auch den Hut aufsetzen an der Stelle. Kommen wir an diesem Punkt. Ingo. Ich maße mir an und rege an, dass man auch die Leute, die in dieser Gruppe mitspielen, direkt festlegt, weil sonst braucht man erst noch 2 Wochen, um zu eruieren und über die Flure zu rennen und zu überlegen, wer spielt denn jetzt eigentlich mit. Ich sehe das an der Stelle namentlich beim Antragsteller und vor allen Dingen bei allen betroffenen Ebenen. Das bedeutet, die Geschäftsführung, die Frage ist ja, wer ist dann alles, ich sag's nur gerade, die Geschäftsführung, der Vorstand, die Buchhaltung und die Techniker, wer immer es ist, vielleicht externe Dienstleister für die Umsetzung. Fällt dir noch jemand ein an der Stelle? Da es was mit Veröffentlichungen zu tun hat und in der Integration unserer Website. Das Presseteam. Könnte man auf die Idee kommen. Ja, dann muss ich ja nicht zwingend dabei sein. Wer koordiniert denn zusammen? Ich bin ja nicht dabei. Ich muss ja nicht. Das steht da nicht. Genau. Ja. So. Ja. Ist ja nicht schlimm. Das ist vollkommen korrekt an der Stelle. Also, ich habe eine Wortmeldung. Ja, dann bitte. Nein, das ist nicht in Ordnung. Ich finde, da wir jetzt schon so eine abschließende Aufzählung da machen, gehört selbstverständlich der Fraktionsgeschäftsführer da rein. Also bitte, ich bitte darum, den damit reinzunehmen, beziehungsweise Grumpy, du sagtest gerade, ja, das ist in Ordnung so, dann wüsste ich, also nennt mich jetzt irgendwie hier kleinkariert, aber dann wüsste ich gern, warum. Also Harald hat sich gerade federführend dazu geäußert, zu dem Antrag. Ich fände es jetzt komisch, wenn sich eine Gruppe konstituiert und Harald dann nicht mit dabei ist. An der Stelle hat Harald sich nicht federführend geäußert, sondern er hat an der Stelle sozusagen als die Person, die letztlich die Veröffentlichung vornimmt und die Zahlenprüfung einfach nur vornimmt und dieses entsprechend zu verantworten hat, was die Inhalte angeht, seine Punkte hier dargelegt. Das ist aber nicht mit einer Verpflichtung an der Stelle anzusehen, dass er sozusagen in diesem Punkt entsprechend eine Beschlussvorlage mit ausarbeiten muss. Das kann ja jeder an der Stelle tun, wie er es möchte. Jetzt sehe ich hier noch eine Wortmeldung von Ingo. Auf dir gefallen, dass ich mir jetzt keine Freunde mache. Aber, also... Was heißt... Wie war das mit den Wählerstimmen? -10 ist auch blöd, ne? Also wenn es darum geht, jetzt hier eine Gruppe zu finden, wo jeder mitspielt, der da Lust drauf hat, können wir die Pressestelle gerne runternehmen. Wenn es darum geht, eine Arbeitsgruppe zu finden aus den beteiligten Leuten, die mit Rechnungen zu tun haben, die mit Ausschreibungen zu tun haben, die mit Veröffentlichungen zu tun haben, sehe ich den Fraktionsgeschäftsführer und die Pressestelle gleichermaßen da drin. Um das Ganze auf die politische Ebene zurückzuholen, in dem Fall, es gibt ja auch das Berichterstattersystem. Ich möchte immer wieder daran erinnern, ich habe mich selber als federführend hier eingetragen. Demzufolge nach werde ich natürlich auch das Votum und den rechtlichen Beistand, im Übrigen auch des Justiziars an der Stelle, den können wir ja auch noch namentlich mit reinnehmen oder als berufstechnisch, weil auch der wird natürlich etwas zu sagen haben. Es gibt eine Menge Stellen, die da betroffen sind. Aber das bringt jetzt nichts, wirklich jede einzelne Person, die sich jemals damit beschäftigen möchte, hier einzubauen. Ich schreibe doch einfach U.A. dahinter. Also von daher, ich sehe auch schon, der Protokollant macht auch schon gerade die Grätsche. Ja, schreibt doch einfach, jetzt habt ihr doch genug drinstehen, schreibt unter andere dahinter und stimmt das Ding ab, dann seid ihr fertig. Dann könnt ihr hinterher überlegen, wen ihr in die Gruppe packt. Ist ja schlimmer als eine AG-Gründung hier. Ja, ne? Frank, du ziehst zurück.
Also Daniel möchte noch weiter diskutieren an der Stelle? Ja, ich möchte noch weiter diskutieren. Ja, also ich möchte nur, dann erkläre ich jetzt mein Abstimmungsverhalten gleich. Also zunächst möchte ich den Antrag stellen, den vorliegenden Antrag vom Ansgar abzustimmen. Zweitens Abstimmverhalten hierzu. Das werde ich halt nur ablehnen können, so wie es da jetzt letzten Endes drin steht. Zustimmen würde ich, wenn da einfach nur steht, dass du, Grumpy, die Federführung hast und die Gruppe zusammenstellst. Dann ist das für mich in Ordnung, dann passt das auch von der Argumentation. Aber wenn wir da eine abschließende oder fast abschließende Aufzählung haben, dann fehlt an der Stelle einfach für mich Harald als Fraktionsgeschäftsführer. Also insofern, ja, that's it. Also sozusagen möchtest du jetzt noch eine weitere Version mit Sinn des Antrags und der Federführung bei mir. Könntest du dem zustimmen? Ich halte das für den auch sinnvollen Beschluss. Kommen wir auch noch hin. Also wir haben jetzt sage und schreibe zu diesem einen Punkt, neben dem ursprünglichen Antrag, den Daniel natürlich auch abgestimmt sehen möchte, in Einzelabstimmung der einzelnen Punkte, wenn ich ihn richtig verstanden habe. Ja, so wie ich vorhin gesagt habe, ne? 1 und 2 schieben, 3 und 4 abstimmen. Haben wir dann jetzt also 1, 2, 3, 4, 5, 6 verschiedene Anträge zusätzlich aus diesem einen entstandenen. Ich möchte dann nur darauf hinweisen. Gibt es an dieser Stelle weiteren Besprechungsbedarf? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Schreibi, wie machen wir das an der Stelle Richtung Protokoll für die eigentlichen Hauptpunkte oben 1 und 2? Ich würde sagen, ihr macht das, wie das bei euch in der Satzung steht. Ihr stimmt die einfach jetzt per Approval ab. Und das, was eine Mehrheit kriegt, macht er, weil die schließen sich untereinander nicht unbedingt aus. Bei denen, die sich untereinander ausschließen, schmeißt er die raus, die sich ausschließen. Wir schreiben die Nummern auf und sind ein bisschen schneller. Ich bezog mich eigentlich lediglich auf die Protokollierung. Das heißt also, kommen wir nun zur Abstimmung über den ursprünglichen Antrag, der einging zum Bereich der Finanzordnung. 1 und 2 zusammengefasst des ursprünglichen Antrags. Die Fraktion setzt die Finanzordnung um. In Kürze. Und zweitens, die Fraktion wird die schon getätigten Ausgaben veröffentlichen, zusammengefasst. Wer spricht sich für diesen Punkt, für diese zwei Punkte in einer Abstimmung aus? Der möge jetzt bitte die Hand heben. Ja, der Ursprungsantrag. Aber nur die Punkte 1 und 2. Das Kannst du ja gleich dann bei 3 und 4 auch zustimmen. Dann hast du den kompletten Antrag. Also das waren jetzt Daniel, Michelle, Toso, Birgit. Dann haben wir die Punkte 3 und 4. Die einzelnen Ausgaben werden sinnvoll gruppiert. Beispiele. Die Daten werden in einem gegebenenfalls mehreren maschinenlesbaren offenen Formaten veröffentlicht. Diese beiden Punkte zusammengefasst. Wer kann dem so zustimmen? Daniel, Kai, Michelle. Ja. Jetzt muss ich gerade nach unten scrollen. Arbeitsgruppe, Antrag Moni, Arbeitsgruppe einsetzen, Federführung Grumpy. Wer kann dem so zustimmen? Zusatzantrag Frank, bei jeder Fraktionssitzung Fortschrittsberichte. Wer kann dazu stimmen?
Okay, Antrag, der Zusatzantrag von Kai, sehr sinnvoll, mit der festgelegten Deadline auf 1.11. für eine Beschlussvorlage möchte ich an der Stelle erweitern. Wer kann dem so zustimmen? Mach einstimmig. Was? Nee, Moment. Jetzt bitte hier keine Modalitätsänderung an der Stelle. Der Protokollant braucht das eindeutige Votum für die Zielsetzungstermin Beschlussvorlage 1.11.2014. In kurz, Antrag Kai, Antrag von Kai, den Sinn zu beschließen, aber das politische Gespür, was ich erwarte. Da war ich jetzt zu weit schon hochgescrollt. Kai, sollen wir das so stehen lassen? Kai zieht das zurück. Kai zieht das zurück an der Stelle. Grumpy, Pause an der Stelle. Ich wollte gerade sagen, ich möchte am Rande der Fraktionssitzung bitten. Leute. Ich möchte am Rande der Fraktionssitzung bitten, mitten im laufenden Top bitte persönliche Angriffe, Beleidigungen und sonstiges zu unterlassen. Dietmar, ich ermahne dich hiermit wirklich ganz vorsichtig, einfach weiterhin sachlich zu arbeiten. Damit wir heute noch mit der Tagesordnung durchkommen, denn wir haben, denke ich mal, um kurz vor eins auch einen nicht öffentlichen Teil, der aber bitte genauso gesittet abläuft. An der Stelle gibt es noch einen Unterantrag von Daniel Düngel. Aber ich glaube, der hat sich an der Stelle auch erledigt, weil das ist nämlich im Prinzip. Genau. Ich nehme den mal raus. Dann danke ich für eure Abstimmung an der Stelle. Ich habe den Auftrag, glaube ich, sehr gut verstanden und werde dann entsprechend bei den Leuten aufschlagen und zusehen, dass wir hier eine vernünftige Beschlussvorlage einbringen können. Das kriegen wir schon hin. Damit sind wir mit Top 11 durch und kommen nun zu Top 12. Der aber ein Missverständnis war, es handelte sich hierbei nicht um einen regulären Antrag, sondern eine Diskussionsgrundlage für einen möglichen Antrag von seitens Dirk, ist also an der Stelle, ich habe es nur nicht einfach direkt gelöscht, zurückgestellt, denn hier gibt es eine Diskussionsgrundlage, die aber noch weiter auszuarbeiten ist. Damit kommen wir zu Top 13, ein Antrag von Moni. Von Klausurtagungen werden Ergebnisprotokolle verfasst. Moni, bitte. Ja, es ist ja jetzt mehrfach zu Schwierigkeiten gekommen, weil aus nicht öffentlichen Teilen die entsprechenden MDL, die nicht anwesend sein konnten, nicht informiert waren. Oder wir haben auch mal eine Verabredung getroffen, die andere Leute in der Fraktion betrafen und das ist eher nicht ordentlich kommuniziert worden. Was ich nicht möchte, bitte jetzt, ist hier eine Tool-Diskussion. Von mir aus schreibt es raus. Aber lasst uns einfach festlegen, dass wir die nicht öffentlichen Teile protokollieren und dass wir die zur Verfügung stellen, denen, die nicht da waren, dass wir vor allen Dingen, wenn wir da was beschließen, den entsprechenden Leuten auch sagen, was wir beschlossen haben, die darauf irgendwie in Handlung treten müssen. Das kommt auch immer gut an, finde ich. Und das Gleiche gilt letztendlich auch für Klausurtagungen, dass wir am Ende der von Klausurtagungen eben sagen, das und das wollen wir aufschreiben und der muss Bescheid wissen, um folgende Dinge zu erledigen. Dass wir das einfach festlegen, dass wir das so machen. Das Thema war ja bereits, das ist als in Verbindung mit von mir als Hinweis damit eingeflossen, gab es ja bereits auch mal schon als Umlaufbeschluss, wenn ich das richtig entdeckt hatte. Michelle. Die Überschrift lautete aber von Klausurtagungen. Da ging es nur um den Beschluss, an dieser einen Klausurtagung bestimmte Dinge zu kommen. Michelle, entschuldige. Ja, ich würde genau darum bitten, dass Moni das ändert, dass
wir auch, damit man es hinterher wiederfindet, das ist jetzt keine Formalie, sondern wenn man danach hinterher sucht im Wiki, dass man es findet, dass man die Überschrift entsprechend anpasst, von nicht öffentlichen Teilen, von nicht öffentlichen Fraktionssitzungsteilen und Klausurtagungen werden Ergebnisprotokolle verfasst und die Klausurtagung in den Text nimmt. Wenn man danach hinterher sucht, findet man es nämlich sonst nicht wieder. Gut, gibt es da weiteren Gesprächsbedarf? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Von daher können wir das jetzt so abstimmen. Wer spricht sich für den so umformulierten Antrag von Moni aus? Ich glaube, das ist einstimmig an dieser Stelle. Dann bedanke ich mich ganz herzlich. Und kommen wir nun zu den eigentlich zueinander inhaltlich doch teilweise arg zueinander gehörenden Punkten 14, 15, 16 und 17, die sich allesamt um eine leichte Vorwegnahme der bestehenden Klausurtagung und Arbeitsgruppen und Referentenrunden beschäftigen. Und von daher möchte ich daran erinnern, dass wir eigentlich nur bis 12:55 ungefähr Zeit haben. Da Oliver und Frank nebeneinander sitzen, denke ich mal, die beiden werden sich da gütlich, inhaltlich, thematisch einigen und erteile Olli an der Stelle das Wort. Wir können ja auch relativ schnell machen, vielleicht geht es sogar ohne große Diskussion, es einfach abzustimmen. ich weiß natürlich, dass wir sowas wie Arbeitsgruppen und sowas haben, die diverse Sachen ausarbeiten, wobei das trifft meiner Meinung nach auf Top 14 und 15 nicht so wirklich zu, dass sie daran arbeiten. Die Sache ist natürlich, ja, dass wir uns natürlich fortentwickeln müssen, während wir am ganz Großen drehen. Und ich persönlich, und das nur als einen Satz, ich persönlich mittlerweile auch der Meinung bin, dass wir nicht den großen Wurf auf einmal schaffen, alles komplett toll und schön zu machen von einem Tag auf den anderen, sondern wir müssen halt sukzessive vorgehen. So, ich habe jetzt in Anlehnung an Franks Vorschläge der letzten Woche und der ungeübten Blitzsichtrunden in der letzten Zeit zwei Elemente für die Fraktionssitzungen hier in Top 14, die ich vorschlage. Das erste ist den Wunsch zu verwirklichen, dass wir politisch diskutieren in der Fraktionssitzung. Andererseits weiß ich, dass eine Diskussion nach Rednerliste einfach, entweder ist sie toll, dann dauert sie zu lang, oder sie ist nicht toll, weil niemand vorbereitet ist, dann kann man sie sich auch schenken. Dem Rechnung zu tragen und auch zu wissen, dass es in AKs tolle Diskussionen gibt, aber nur deshalb, weil die Leute fachlich im Thema drin sind und weil es wenige Leute sind als 19, schlage ich Folgendes vor. Ein MDL bereitet ein Thema explizit vor. Das hat den Vorteil, wir müssen nicht alle vorbereiten. Wir können uns natürlich darauf vorbereiten aufs Thema, aber einer ist praktisch verantwortlich. Das heißt, allen Ferien meine ich mitgerechnet oder so, alle 19 Wochen ist man dran. Einer bereitet sich vor, hält eine 10-minütige Rede zu Beginn. Da steht dann da, zu Beginn der Fraktionssitzung, dann können wir noch kurz drüber diskutieren. Da habe ich die Alternativen, entweder mache eine Blitzsichtrunde oder 15 Minuten frei nach Redeliste über das Thema und schließen dann den Top wieder. Und somit können wir entweder aktuelle Themen, je nachdem, was der MDL eigenverantwortlich vorbereitet, aktuelle Themen besprechen. Wir können große Kernthemen besprechen. Ich denke, wenn jemand 19 Wochen oder länger Zeit hat, sich auf einen Beitrag vorzubereiten, dann kommt da auch was Ordentliches bei rum. Deshalb stelle ich jetzt diese Punkte so zur Abstimmung. Frank. Den Schlusssatz, den Nachsatz, ich dachte jetzt eigentlich, dass wir noch auch mal darüber nachdenken können, dass wir jetzt so schnell darüber abstimmen, weiß ich nicht, ob das gut ist, weil
Ich glaube, wir haben das alle erst gestern Morgen gesehen, ne? Oder ja. Insofern wäre das meine erste Anregung, dass wir noch ein bisschen Zeit bekommen, darüber nachzudenken. Ich finde, wie gesagt, politische Diskussionen ja, sollten wir auf jeden Fall machen. Das mit dem Themen vorbereiten, das habe ich mir hier notiert, 10 Minuten, das finde ich sehr aufwendig. Wirklich sehr aufwendig für den einen und alle anderen hören dann zu. Und also ich habe in meinem Vorschlag, wo es jetzt auch um eine politische Diskussion geht, also habe ich versucht, mir zu überlegen, wie wir das dann besser hinkriegen mit der Vorbereitung. Und das ist halt das Ding mit der Tagesordnung. Also wenn wir freitags eine Tagesordnung veröffentlichen für politische Punkte, dann können wir, glaube ich, besser am Dienstag da diskutieren. Das schließt niemals aus, natürlich ein spezielles Thema mal vorzustellen, was, wie gesagt, grundsätzlich ein guter Punkt ist. Aber so als das als Hauptpunkt von jedem Mal, also ich mit 10 Minuten vorbereiten, 10 Minuten Rede, das kostet, ja, finde ich, sehr viel Zeit. Und da würde die Aktualität der politischen Diskussion, die wir dringend brauchen, doch sehr drunter leiden, weil ich würde auch erwarten, dass wir dann eine intensive Diskussion auch zu diesen 10 Minuten haben. Und ja, wie gesagt, das kostet sehr viel Zeit in der Fraktionssitzung. Die Blitzlichtrunden auf jeden Fall sollten wir ganz fest eigentlich einführen, nicht nur nach einer Plenarsitzung, sondern auch nach irgendeinem aktuellen Thema, was zum Beispiel an einem Wochenende gewesen ist. Kann man das, oder in der Vorwoche oder was auch immer, sollten wir das mal tun. Und nochmal die Bitte, halt nicht den Antrag jetzt abzustimmen, sondern das praktisch als Denkanregung zu nehmen. Ich hätte dann den Ingo auf der Liste, den Dietmar, den Harald und mich selber auch, aber ich glaube, ich ziehe zurück. Also von daher, Ingo. Ich habe eine Verständnisfrage. Ich war ja bei eventuell vorhandenen Diskussionen, die im Vorfeld stattfanden, offensichtlich nicht dabei. Was ist denn jetzt genau der Ziel von diesem Vorhaben? Einfach nur, damit wir mal inhaltlich diskutieren und das dienstags morgens in der Fraktionssitzung? Oder ist da auch das Ziel, politische Anträge, parlamentarische Initiativen zu diskutieren, zu beschließen? Also was kommt denn, was ist die Zielsetzung davon? Warum macht man das? Dass das gut ist, dass wir darüber diskutieren, will ich jetzt gar nicht kommentieren, bin ich ja bei euch. Aber was ist das Ziel, was soll da jeden Dienstag bei rumkommen? An der Stelle möchte ich darauf hinweisen, dass wir heute nicht Rede gegen Rede machen. Von daher bitte ich darum, zur Not eben Notizen zu machen. Als nächstes hätte ich Dietmar nämlich, weil der sich auch mit einer Frage ankündigte, auf der Liste. Ja, die ist zweigeteilt, die Frage. Also einmal in der Tat, unabhängig davon, dass ich es selbstverständlich befürworte, dass hier dies politisch diskutiert wird. Wir haben das heute ja auch hervorragend hingekriegt. Nicht. Und erstens wiederhole ich die Frage, die Ingo gestellt hat. Zweitens, warum muss das hier in dieser Alternativform in irgendwelche Korsette gezwängt werden? Ich muss ganz ehrlich gestehen, politische Diskussionen in Satzstrukturen zu packen und in irgendwelche Slots, von denen 10 Minuten Vortrag und 15 Minuten Diskussion sind, halte ich für nicht nur verschult, sondern für gar nichts. So wunderbar der Vorschlag ja ist, aber entweder diskutieren wir tatsächlich politisch hier und dann sollten wir uns vielleicht erstmal das zu Herzen nehmen, was wir schon in zurückliegenden Wochen mehrfach diskutiert haben, nämlich strategische Ziele festzulegen und eine Strategie festzukloppen, bevor wir ja anfangen, wahllos politisch zu diskutieren. Es kann ja sein, dass aus der politischen Diskussion vielleicht auch eine Strategie entsteht. Aber ich denke, wir sollten einfach mit der Weiterbehandlung dieses Antrags bis auf die Zeit nach dem 3. Oktober warten. Deswegen stelle ich hiermit den Antrag zurückzustellen auf diese Zeit danach. Harald habe ich dann. Entschuldigung. Ja, ich wollte nur noch mal darauf hinweisen, dass wir ja einen parallel laufenden Prozess mit einer externen Unternehmensberatung haben, wo über zahlreiche Fragen, die
die die unterschiedlichen Anträge hier berühren, auch diskutiert wird. Wir haben also in der Arbeitsgruppe, in der ich mitarbeite, Verantwortung, habe ich nun beim letzten Mal das Papier aus der Referentenrunde, die Kern-AKs, Stichwort, nochmal dort mit eingebracht, dass das aufgenommen wird. Also ich sehe eine Menge Überschneidungen. Hier sind ja sehr viele Details in diesen Anträgen drin. Von der Stoßrichtung habe ich so das Gefühl, soll das strukturieren, organisieren und politischer alles gemacht werden. Ja, welche Mittel man dazu wählt, ich glaube, da ist jetzt, ich würde mal vermuten, dass die Fraktion da jetzt mit einer Abstimmung bestimmt überfordert wäre. Das ist sehr diskussionswürdig alles, aber die Stoßrichtung ist natürlich gut, die Fraktionssitzung politischer zu machen. Ich habe so zurückhaltende Zweifel, dass es eine Verteilung von Referaten rundum, ja, die so jetzt frei gewählt werden, ohne eine Anbindung an Schwerpunkte und Ähnliches, dass die uns jetzt weiterbringt. Ja, die Stoßrichtung ist ja erstmal richtig, das, ich finde, da muss man sehen. Aber ist alles sehr diskussionswürdig, inklusive des Organigramms. Da will ich jetzt auch nicht auf Details angehen, also ich finde mich da in diesem Organigramm an der vollkommen falschen Stelle, aber das ist jetzt nur ich persönlich, ja, auch der sogenannte Stab, kann ich gar nicht verstehen, aber es gibt auch andere Dinge im Organigramm, die äußerst diskussionswürdig sind und es gibt andere, die sind klasse. Ja. Ich halte es für jetzt für ein bisschen viel, wenn man das alles abstimmen wollte, ohne dass so eine Meinungsbildung in der Fraktion, in der Breite, im Rahmen von mir aus einer Klausur, das ist ein typisches Thema dafür, stattgefunden hat und die Steffen-Hagen-Ergebnisse nicht eingeflossen sind. Olaf. Olaf zieht zurück an der Stelle. Gibt es eine Empfehlung der beiden Antragsteller in dem Zusammenhang, wie wir jetzt genau damit verfahren? Denn also Ollis Antrag basiert ja auf Franks Idee von vergangener Woche. Ja, Olli, bitte. Ich weiß, dass es parallel laufende Prozesse gibt. Ich habe extra bei den Anträgen Top 16 ausgenommen, muss ich gestehen, mich auf wenige Details beschränkt, beziehungsweise Top 14 ist ja eigentlich, der ist zwar ausgearbeitet, hoffe ich, aber der ist ja nicht, das sind ja nur zwei Dinge für die Fraktionssitzung, das heißt ja noch nicht, wie wir hier demnächst arbeiten, komplett. Ich gebe zu, dass Top 16 natürlich da eine absolute Ausnahme ist. Den habe ich aber reingebracht, weil ich sehe, dass der Vorschlag der Referenten schon sehr alt ist und zu Recht gefragt wird, wann wir das denn endlich umsetzen. Und da sehe ich natürlich auch ein, dass wir darüber diskutieren müssen, aber deshalb steht da drauf. Top 14 war wirklich ernst gemeint, den abzustimmen. Auch wenn ich mich jetzt nicht verschließe, wenn alle sagen, wir wollen das schieben, aber bitte nicht ohne Votum schieben, sondern nur auf die nächste Fraktionssitzung. Ich würde es gerne dann wirklich bei der nächsten Fraktionssitzung auch abstimmen wollen, wenn wir den jetzt schieben. Ich finde, warum wir das tun, die Frage von Ingo, noch die beiden Fragen beantworten. Warum wir das tun, ist ein guter Einstieg in die Fraktionssitzung. Ich glaube, es ist ein positiver Einstieg in die Fraktionssitzung. Ich glaube, sowas ist für uns schön. Es ist inspirierend, kreativ. Ich glaube, wir können aus solchen gut vorbereiteten politischen Diskussionen, die auch wirklich jemand vorbereitet, wo jemand vorher sich wirklich reingesetzt hat, sehr viel ziehen. Ich glaube, wir alle können daraus dann für unsere weitere Arbeit sehr viel ziehen. Dass das ein bisschen sozusagen ungeordnet ist, dadurch, dass jeder drankommt, ist dann in dem Sinne absichtlich. Wir bieten natürlich unserem Stream einen ordentlichen Einstieg in die Fraktionssitzung. Das ist auch Öffentlichkeitsarbeit. Ich glaube, das ist sehr gut für uns, wenn wir in der Fraktionssitzung auch sowas liefern und nicht nur so Dinge wie heute. Es ist die viel gewünschte, die immer gewünschte politische Diskussion, die wir öffentlich führen wollen und nicht nur vielleicht versteckt in Arbeitskreisen. Deshalb dieser Antrag. Das Korsett, was, glaube ich, hier Dietmar erwähnte,
das ist nötig, damit diese politische Diskussion einen vernünftigen Platz hat, damit die also einen festen Platz hat, weil wenn wir sagen, wir wollen auch politisch diskutieren, müssen wir uns jedes Mal in der Fraktionssitzung drum streiten, ob denn jetzt heute dafür Zeit ist, wie lange, wer wie viel reden darf und ob das jetzt das richtige Thema ist. Also diese Formalisierung ist zwar einerseits vielleicht schade, weil man denkt, oh, das ist ja nicht so schön kreativ und offen. Andererseits ermöglicht sie genau diese kreative und offene Diskussion, wenn nämlich jeder drankommt, haben eine gute Themenmischung, keiner fühlt sich benachteiligt, jeder hat die Möglichkeit, seine Themen oder auch die Themen, die er gerade aktuell wichtig findet, einzubringen. Ich glaube nicht, dass, um noch als Letztes noch auf Frank einzugehen, ich glaube nicht, dass Frank damit recht hat, dass es zu viel Arbeit ist. Wir machen uns jeden Monat diese Arbeit bei den ganzen Anträgen, die im Plenum sind, und arbeiten eine schöne Rede aus. Ja, manchmal geben wir uns vielleicht ein bisschen weniger Mühe, aber letztendlich setzt sich jede Plenarwoche hin und macht so eine Rede. Warum soll das nicht allen 19 Wochen plus Ferienzeit, warum soll das nicht möglich sein, das auch mal für eine Fraktionssitzung zu tun ist? Eine Fraktionssitzung so viel weniger wert als ein Redeslot im Plenum. Das ist sozusagen mein Statement dazu, dass wir das abstimmen sollten. Ich würde es verschmerzen, wenn wir es das nächste Mal machen. Das Gleiche betrifft übrigens auch die Blitzsichtrunden, zu denen ich eben nichts gesagt habe. Wir hatten ja schon beschlossen, dass wir das bald zu den Plenarwochen machen, versuchsweise. Ich würde es gerne festlegen und das auch außerhalb der nicht nur nach den Plenarwochen machen. Frank, an der Stelle, also gibt es eine Möglichkeit, dass ihr das zusammen macht? Du wirst ja auch explizit erwähnt, schon bei 14, wirst du ja auch schon erwähnt. Werde ich auch erwähnen. Da steht nur das Steins. Der einzige Vorschlag war politische Diskussion. Also gut, wenn wir das aber jetzt alles zusammennehmen, also auch der Punkt, was war es jetzt, 17, ne? Gestern war es noch 12, das mit dem Zeitraster. Das war jetzt auch nur, um mal, Daniel hat mich gebeten, das ein bisschen weiter auszuführen. Ich bin da erst zu heute zu gekommen. Also als Gedankenmodell halt, das ergänzt sich irgendwo mit dem, was Olli aufgeschrieben hat, das zum Beispiel mit den Themen. Also erstmal denke ich schon, dass 10 Minuten was anderes ist, als 5 Minuten Rede vorzubereiten, also für mich zumindest. Aber unabhängig davon ist das ja auch ein Einstieg, kann man ja auch so machen. Ich würde nur das, also diese Strenge dieses Vorschlags hat mich auch ein bisschen irritiert, aber es ist gut, darüber nochmal eine Woche nachzudenken, jetzt über den Punkt 14. Und wie gesagt, das als so ein Thema als Einstieg zu nehmen, ist sicherlich gut. Hinweis, wie gesagt, auf Punkt, habe ich schon wieder vergessen, 17. Guckt euch das bitte mal an, fragt mich, oder wenn es dazu Verständnisfragen gibt, ich würde das auch gerne nächste Woche oder so zur weiteren Diskussion, möglicherweise Abstimmung stellen, nur zur Erklärung. Das, was wir bisher gemacht haben, wäre für mich etwas, was wir dann immer ab 12 Uhr machen. Also was wir heute bis jetzt gemacht haben, wäre etwas, was wir gedrängter ab 12 Uhr machen. Das ist das Thema Koordinierungsrunde, Technik, Abstimmung und so weiter. Ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass wir schon was Politisches hatten. Das heißt, das würde unsere Sitzungen heute oder in Zukunft dann radikal ändern, mein Zeitrastervorschlag. Insofern, also Abstimmung für heute zurückstellen, so meinte ich, so wäre jetzt mein letzter Punkt. Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, gehen wir da sozusagen alle nochmal drüber. Ist das Konsens, dass ihr die Abstimmung zurückstellen möchtet? Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Also Top 14 würde ich gerne wirklich nächste Woche machen wollen. Warum soll das länger warten? Moni an der Stelle? Ja, es gab für einige der Themen ja gerade die Bemerkung, dass man vielleicht wartet bis nach der Klausurtagung. Das wäre dann halt nach den, also nicht nächste Woche, sondern die Sitzung drauf. Ich weiß nicht, wo das Sinn macht, an welcher Stelle. Ich möchte das nur noch mal zu bedenken geben. Olli. Gut, dann würde ich vorschlagen, Top 14 auf nächste Woche zu verschieben, Top 15 und 16, für Frank spreche ich jetzt nicht, Top 15 und 16 auf die Sitzung nach den Herbstferien und gebe noch mit auf den Weg,
dass bei Top 15 mir sehr wichtig ist, dass man über das Transparenzteam nachdenkt, das auch zu institutionalisieren, dass es eins gibt. An der Stelle frage ich dann Frank, ob wir da äquivalent mit 17 verfahren? Also zu 17 braucht es sicherlich Feedback. Ob das jetzt, wäre schön, wenn es nächste Woche kommt, vielleicht setzen wir es dann nochmal drauf und gucken, ob dann Reaktionen da sind oder so. Also irgendein Feedback wäre schön, vielleicht auch auf der nächsten Klausurtagung. Da warte ich mal auf, was ihr sagt. Daniel. Ja, danke. Aber das macht ja nur Sinn, wenn wir das zusammen, also die müssen wir ja koppeln. Bei beiden Anträgen geht es ja um den Ablauf der Fraktionssitzung. Also es macht jetzt irgendwie keinen Sinn, wenn wir nächste Woche Ollis, sage ich mal, abstimmen und deinen dann irgendwie zurückstellen. Also dann ist der halt weg. Ja, dann haben wir halt eben Ollis Raster irgendwie festgeschrieben, das können wir jederzeit wieder verändern und so weiter und so fort. Was ich sagen will, ist einfach, ich wünsche mir wirklich, dass wir das halt gemeinsam dann nächste Woche, also beide Vorschläge oder die Vorschläge halt insgesamt diskutieren. Ich weiß nicht, vielleicht lässt sich auch das ein oder andere, also ich finde so ein paar Punkte halt aus Ollis Vorschlag ganz gut. Ich finde bei deinem eigentlich charmant, dass das alles ein bisschen offener ist und eben nicht so ein ganz starres Muster, nachdem das irgendwie abläuft. Vielleicht kriegen wir da auch irgendwie was Gemischtes oder sowas hin. Ich muss mal gucken, vielleicht versuche ich das auch noch irgendwie zu mergen, den einen oder anderen Teil, wie ich mir das irgendwie vorstelle. Das klingt doch schon mal alles ganz gut. Also verfahren wir so, dass wir bis nächste Woche die Punkte 14, 15, 16, 17 bis mindestens nächste Woche. Ich korrigiere, also 14 und 17, die sozusagen, dass versucht wird, eine Fusion dieser beiden konkurrierenden Tagesordnungsabläufe an der Stelle auszuarbeiten. Daniel hat auch schon seine Teilnahme mit in den Ring geworfen, finde ich sehr schön. Und die Punkte 15, 16 werden, bis der Antragsteller sie sozusagen wieder mit einbringt, ebenfalls zurückgestellt. Richtig? Damit sind wir mit den Tagesordnungspunkten 14, 15, 16, 17 durch. Kommen zu ganz kurz nur zur Erwähnung Top 18. Sonstiges habe ich mir kurz erlaubt, zusammenzutragen, einfach nur, was diese Woche stattfindet. Diese Links einfach nur eben zur Kenntnis nehmen. Es gibt einige Anhörungen noch diese Woche, auf die man sich auch schwer vorbereiten muss. An der Stelle, weil wir 12.50 Uhr haben und wir etwas doch auch Drängendes im nicht öffentlichen Teil zu besprechen haben, wenn jetzt niemand etwas dagegen hat, würde ich an dieser Stelle den nicht öffentlichen Teil der Sitzung schließen und ohne Pause bitten, dass wir direkt in den nicht öffentlichen Teil gehen, der an dieser Stelle auch nur unter MDL stattfindet. Jetzt habe ich gerade kurz eine Handhebung gesehen. Frank, was? Ich bedanke mich ganz herzlich bei den Zuschauern auch in der Runde. Und ich würde sagen, damit gehen wir in den nicht öffentlichen Teil.